So, ich weiß nicht, wie jetzt der Usus ist. Gibt es noch die akademische Viertelstunde oder sollen wir starten? Ich glaube, seit Corona ist das alles ein bisschen to the point, more to the point geworden. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an. Ich darf euch alle und vor allem unsere Gäste sehr herzlich begrüßen bei zwei Gastvorträgen bei dieser Veranstaltung. Design, the Design Process ist heute unser Thema. Eine Veranstaltungsreihe eigentlich, die, hallo, die bereits zum zweiten Mal stattfindet. Wir hatten letztes Jahr quasi unter dem Idententhema zwei andere Gastvorträge. Heute möchte ich sehr herzlich begrüßen Dietrich Untertrifaller, Architekten, zum einen Schenker Salvi Weber, Architekten, auf der anderen Seite. Ich werde euch dann noch kurz näher vorstellen. Ich möchte vielleicht vorweg oder vielleicht auch mich kurz vorstellen. Fabian Wallmüller eben, habe heute die Ehre, die Moderation zu machen und euch ein bisschen jetzt einschwingen auf das Thema des Abends. Wir haben eben hier die Lehrveranstaltung Entwurfsmethoden laufen und da sind einige von euch jetzt auch im Publikum dabei. Und ich möchte für alle die, die jetzt nicht in dieser Lehrveranstaltung sind und vielleicht auch noch einmal, um das zu summieren, was wir hier machen und warum diese Vorträge hier stattfinden, noch einmal ganz kurz einen Einblick geben, worum es hier geht. Architektur zu entwerfen heißt grundsätzlich einmal etwas zu gestalten, nicht Räume zu gestalten, Gebäude zu gestalten, aber die Frage, die wir uns in Entwurfsmethoden stellen, ist, wie gestalten wir eigentlich den Entwurfsprozess, mit dem wir zur Architektur kommen? Oder anders gefragt, mit welchen Werkzeugen entwerfen wir, mit welchen Methoden analysieren, recherchieren, experimentieren, bewerten und entscheiden wir als Architekturschaffende im Entwurfsprozess? Und überhaupt, wie ergebnisoffen ist dieser Entwurfsprozess eigentlich? Also wie flexibel ist das gebaute Resultat auch im Hinblick auf sich ändernde Rahmenbedingungen und Nutzerverhalten? Im Rahmen des Fachs Entwurfsmethoden forschen in jedem Wintersemester Architekturstudierende an der TU Wien am Forschungsbereich Gebäudelehre und Entwerfen nach Strategien des Entwerfens. Anhand von Texten zum einen, gebauten Projekten, das war gestern gerade, und eigenen Entwürfen, das wird dann in den nächsten Wochen sein, die auf den dahinterliegenden Entwurfsprozess hin analysiert werden. Also wie arbeiten wir? Wie entwerfen wir? Das ist die zentrale Frage. Die Lehrveranstaltung wird ergänzt durch Gastvorträge, bei denen an einem Vortagsabend, also heute, zwei zeitgenössische Architekturgruppierungen aus Wien in Kurzvorträgen über ihre unterschiedlichen Strategien des Entwerfens sprechen und diese in einem anschließenden Gespräch mit dem Publikum zur vergleichenden Diskussion stellen werden. Also ihr seid eingeladen, euch im Anschluss an die Vorträge rege zu beteiligen und auch die Vortragenden entsprechend auszuquetschen, was ihre Strategien des Entwerfens betrifft. Ziel ist es, Wissen mit den Studierenden zu teilen oder allgemein Wissen gemeinsam zu teilen und ein gemeinsames Nachdenken über Methoden des Entwerfens anzustoßen. Klar ist aber auch, dass hier nicht Wissen vermittelt werden soll, sondern wir wollen gemeinsam Wissen schaffen, im besten Sinn der Universität, durch einen gemeinsamen Reflexionsprozess. Wir haben jetzt eben zwei Vorträge, Dietrich Untertrifaller, Schenker Salvi Weber, die in etwa 30 Minuten dauern werden. Und es ist auch bewusst, hier sind zwei Teams zusammengespannt, die unterschiedliche Ansätze haben, um auch zu zeigen, dass hier unterschiedliche Strategien beim Entwerfen jeweils schlagend werden. Danach gibt es Fragen und Diskussionen, also erhebt euch vor allem jetzt für das erste Team, das wird Dietrich Untertrifaller sein, eure Fragen für danach auf. Wir werden uns ungefähr eine halbe Stunde Zeit nehmen, gemeinsam miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Also stellt durchaus Fragen, das ist ein wesentlicher Teil dieses Abends heute, dieses Wissen, was hier vermittelt wird oder was hier präsentiert wird, auch abzufragen, zu testen und für sich selber nutzbar zu machen. Also eine einmalige Gelegenheit, die euch die Büros hier geben, hinter die Kulissen zu schauen und vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für die Mühe, die ihr euch auch angetan habt. Es sind eben keine Werkverträge, die wir heute sehen werden. Es wird natürlich Werke geben, die wir sehen werden, aber es wird darum gehen, das dahinterliegende Arbeiten darzustellen. Im Anschluss, das möchte ich gleich sagen, ist ein Tisch im Gasthaus Wolf bestellt. Das ist
10 Minuten von hier entfernt. Ihr seid also eingeladen, es gibt ein paar Plätze mehr. Wer Lust hat, kommt nachher noch mit und hat die Möglichkeit, sozusagen noch informell mit den Vortragenden weiterzusprechen. Ja, und damit bin ich bei Dietrich Untertrifaller. Möchte vorstellen, Much Untertrifaller, sehr bekannt natürlich, gemeinsam mit Helmut Dietrich, Gründer des Büros Dietrich Untertrifaller und heute einer von mittlerweile 4 geschäftsführenden Gesellschaftern des Büros, also auch eine Nachfolgegeneration, die hier sichtbar wird, und aus dieser Nachfolgegeneration kommt auch Maria Megina. Sie ist Partnerin und Büroleiterin des Büros in Wien, viele Jahre schon, ich glaube 2007 oder so ähnlich, nicht? Bist du ja gut geraten? Dietrich Untertrifaller präsentieren heute unter einem Zitat oder haben ihren Vortrag mit einem Zitat betitelt, der vielleicht schon bekannt ist: In der Ruhe liegt die Kraft. Wir werden da gleich mehr dazu hören. Interessant war, dass hier im Vorfeld unter den Vortragenden gewisse Kontroversen spürbar waren, zumindest in Vorgesprächen. Wir werden vielleicht dazu mehr hören in Kürze. Ich möchte vielleicht noch ein paar Fakten vorweg zu Dietrich Untertrifaller mitgeben. Das Büro wurde im 1994 gegründet, ist international tätig, verwurzelt in Vorarlberg, dort wurde es eben gegründet, hat heute 130 MitarbeiterInnen und Bürostandorte in Bregenz, Wien, St. Gallen, Paris und München. Bekannt sind Dietrich Untertrifaller vor allem für das Bauen mit Holz, haben sich da vor allem auch in Frankreich einen starken Namen gemacht, Dennoch verweigern sich Dietrich Untertrifaller der Spezialisierung. Also ihre Projekte reichen von großvolumigen Bauten und städtebaulichen Strukturen über das Bauen im Bestand bis zum Einfamilienhaus. Also eine sehr breite Palette. Die Arbeitsweise von Dietrich Untertrifaller kennzeichnet eine dialogbasierte Beziehung zu AuftraggeberInnen, HandwerkerInnen und Planenden, sowie in der Zusammenarbeit mit lokalen Büros und regionalen PartnerInnen bei internationalen Projekten. Dietrich Untertrifaller wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Wiener Wohnbaupreis, dem Prix National Construction Bois und dem österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. So, und damit übergebe ich. Ja, danke, Fabian. Also ein bisschen muss ich noch kurz ausholen, vielleicht das eine oder andere auch. Ja, danke. Also vielleicht kurz vorausgeschickt, der Titel ist nicht für uns, aber wir waren dann der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so schlecht trifft. Ich hole noch mal ganz kurz aus, also ich habe da studiert an der TU in den 80er Jahren, habe mich dann als Student schon selbstständig gemacht in Vorarlberg und bin relativ rasch mit Helmut Dietrich dann, wir haben den Wettbewerb fürs Bregenzer Festspielhaus als sehr junge Architekten gewonnen und haben dann unser Büro gegründet. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wir in diesen über 30 Jahren unseren Entwurfsprozess mehrfach angepasst haben. Also zuerst natürlich als Einzelkämpfer zu zweit, bis jetzt 5 Standorte, 130 Leute, ist natürlich eine völlig andere Voraussetzung und erfordert auch völlig andere Strategien. Das ist eine Arbeit, die ich selber gemacht habe am Strand in der Normandie. Da haben mehrere Architekten ephemere Werke geschaffen. Man hatte 3 Stunden Zeit, bis die Flut wieder kam. Also diese Arbeit mit ungefähr 120 Meter Durchmesser, die ich selber da mit dem Rechen in den Sand gezeichnet habe. Wie schon gesagt, wir sind inzwischen ziemlich viele und die vielen unterschiedlichen Standorte erfordern natürlich auch Strategien, wie die Büros untereinander kommunizieren. Da sind so gemeinsame Exkursionen wie hier in Venedig natürlich wichtig. Unsere Bürostandorte liegen teilweise relativ weit auseinander. Das Wiener Büro hat knapp 45 Mitarbeiter, wir sind in etwa 50-50 Männer und Frauen. Es ist natürlich nicht nur die Kulinarik unterschiedlich an diesen Standorten,
sondern natürlich überhaupt auch das Architekturgeschehen. Das ist uns aber wichtig, dass wir in den Märkten, wo wir tätig sind, auch lokal verankert sind. Die Büros ticken auch etwas unterschiedlich. Das Bregenzer Büro zum Beispiel macht relativ viel Kulturbauten, wie hier das Haus der Musik in Innsbruck. In Wien besteht der Großteil unserer Arbeit aus Wohnbauten. In Deutschland gibt es sehr viele Sportbauten, wie hier diese Sporthallen in der Nähe von Stuttgart. Und in Frankreich sind unsere Hauptaufgaben Schulbauten, wie hier diese Schule aus Holz in der Bourdane. In der Schweiz, das ist das Sportzentrum der ETH Zürich am Hönkerberg, einer unserer vielen Spezial-Sonderbauten. Vier unserer Büros, also die sehr, sehr unterschiedlich, aber was uns an allen Standorten wichtig ist, dass wir Platz haben, dass wir uns ausbreiten können, auch ordentlich Modell bauen können etc. Unsere Projekte befinden sich in etwa in diesem Radius, also hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und in Frankreich mit wenigen exotischen Ausnahmen. Wir verweigern uns einer Spezialisierung, das hat der Fabian schon erwähnt. Es ist uns auch wichtig, dass wir in allen Maßstäben arbeiten, von sehr kleinen Innenarchitekturen bis zu großen Konzerthäusern, oft in Holz, aber wir sind kein Holzdogmatiker, also wir arbeiten gern damit, aber lehnen in keinster Weise andere Materialien ab. Was uns auch wichtig ist, also wir planen, um zu bauen, also wir möchten realisieren und darum ist für uns zum Beispiel, wenn wir Bilder produzieren, wie hier für diesen Wohnbau, der mit der großen Hochgarage kombiniert ist in Straßburg in Frankreich am Rhein, dass sich die Bilder und die Realität dann durchaus ähneln. Also wir versprechen nicht Dinge, die wir nicht halten können und schon gar nicht wollen. Hier im Bürobau in der Steiermark, Headquarter für einen Schuhfabrikant, das Wettbewerbsrendering und die Realität. Unsere ersten Aufgaben, aber immer noch, einige unserer Aufgaben sind sehr simple Einfamilienhäuser, die vielfach vor allem wie hier im Bregenzer Wald aus Holz sind. Wir fertigen gerne vor, wie hier für eine Sporthalle, diese Pyramidenköpfe für die Oberlichter zwischen den Holzbindern. Oder hier eines unserer letzten Projekte im Olympiapark in München, die für die TU München, die Sportmedizinische Fakultät mit dem Hochspul-Sportzentrum, wo wir auch in Holz mit riesigen vorgefertigten Fertigteilen, die sind so 30 mal 5 Meter groß, gearbeitet haben. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Kreislaufwirtschaft. Das wird in unserem Entwurfsprozess immer wichtiger. Alle Aspekte von Nachhaltigkeit, das wesentlich vielschichtiger ist als die meisten Patentrezeptverkünder meinen, sei es ein Passivhaus, sei es ein Holzbau, das alles oder ein Nullenergiehaus, alles per se noch nichts Gescheites. Also das Wichtigste ist eine intelligente Planung und eine möglichst umfassendes Ergebnis. Hier ein neuerer Wohnbau in Wien, der gerade im Entstehen ist. Wir beschäftigen uns auch viel mit Programmatik. Also wir glauben, dass unsere Aufgabe als Architektinnen immer mehr sein wird, Projekte auch von Grund auf, also in der Phase Null, selbst zu entwickeln, weil hier leider sehr viele Leute auch ihr Unwesen treiben, die nicht, sage jetzt mal salopp, imstande sind, die Rezepte für uns vorzulegen. Und das ist sowohl bei Direktaufträgen als auch bei Wettbewerben oft schmerzlich erfahrbar, dass eben das, was als Grundlage da ist, nicht gut genug ist. Unsere Bauten sind immer sehr
sehr strukturiert auf Kommunikation, auf Logistik ausgelegt. Also wir glauben, dass vor allem große Gebäudeorganismen sind, die einerseits funktionieren müssen, aber auch eben anregen. Und da spielen viele Dinge, viele Faktoren natürlich eine große Rolle, unter anderem das natürliche Licht, das für uns einer der ganz entscheidenden Entwurfsparameter ist. Oder hier Konzerthaus in Frankreich, auch wieder in Straßburg. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Bestand, immer mehr auch mit sogenannten problematischen Bestand aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Hier haben wir ein altes Konzerthaus aus den 70er Jahren quasi überformt und mit diesen 20 Meter hohen Edelstahlstelen umlaufend ein neues Gesicht gegeben und das darüber hinaus noch auf die mehr als doppelte Größe erweitert. So, jetzt übergebe ich der Mascha. Danke. Jetzt muss ich mal kurz ausprobieren. Okay, hört man mich? Ja. Um so viele vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Funktionen umsetzen zu können, braucht es ein sehr vielfältiges Team. Dieses Team bedingt auch die Vielfalt der Aufgaben. Wir begreifen uns ganz bewusst in dem Büro als ein Kollektiv verschiedenster Individuen, sowohl persönlich, privat als auch fachlich. Wir pflegen sehr flache Hierarchien, arbeiten irrsinnig gern in Teams. Bei uns gibt es kaum Einzelarbeiten und all die Arbeiten sind sehr kommunikativ und auf eine Augenhöhe basierend. Wir scheuen es, Abteilungen bei uns auszubilden. Das heißt, auch hier arbeiten wir ohne eine Wettbewerbsabteilung, sondern pflegen es eher eine Art Superorganismus aus unterschiedlichsten fachlichen Identitäten herauszubilden, die vor allem in den letzten 5 Jahren sich immer intensivieren bei uns im Büro, indem es um Weiterbildungen geht, indem es um Teilnahme an bestimmten Gremien geht. Es sind Leute, die in unterschiedlichen Projekten zu ihren Interessen beschäftigt sind. Diese Spezialisierungen werden aber auch nicht von uns vordefiniert, sondern die kommen ganz stark aus den Kolleginnen selbst heraus, werden in zahlreichen Mentoring-Programmen aufgebaut und auch so gelebt. Das, was auch unsere Aufgaben beschreibt, spiegelt auch die verschiedensten Ausrichtungen in unserem Team aus. Wir haben natürlich von den klassischen Spezialisierungen auf Konstruktionen und Konstruktionsarten, auch Leute, die sich gern mit Programmatik beschäftigen, die in Quartiersentwicklungen mittlerweile versiert sind, auch eine größere BIM-Gruppe betreut uns intern. Wir haben Leute, die sich mit Renderings auseinandersetzen, Kosten, Verträge etc. etc. Also das ist ein sehr bunter Haufen aus unterschiedlichen Kompetenzen. Dazu muss man aber auch sagen, dass das nicht nur diese Spezialisierungen sind, sondern auch natürlich die ganz täglichen Profile. Wir sind oder die meisten von uns sind Architektinnen und haben natürlich auch operativ täglich Aufgaben zu bewältigen. Um diesen Schwarm, diesen Organismus aber doch irgendwie ein bisschen lenken zu können, haben wir schon eine Struktur an gewissen Verantwortlichkeiten. Wir haben heute ein Organigramm mitgebracht, vor allem zu den Entwurfsprozessen. Von den 5 Standorten haben wir heute schon gehört. Die werden von allen 4 Geschäftsführern geleitet. Darunter gibt es Büroleitungen und Partnerinnen, die vor allem auch für inhaltliche Entwicklungen der Projekte zuständig sind und Ansprechpartnerinnen für die Wettbewerbe, die auch gemeinsam eine Arbeitsgruppe standortübergreifend bilden.
Dem vorgelagert gibt es einen Kompetenzbereich, bestehend aus Kosten, agilen Projektbearbeitungen, BIM-Bewerbungen und so weiter und so fort, was allen Standorten zur Verfügung steht und die auch mit bedient. Nichtsdestotrotz, dass wir gewisse Verantwortlichkeiten für gewisse Aufgaben haben, agieren wir sehr stark nach oder strikt nach Bottom-up-Prinzip. Das heißt, das Team, egal ob in einem Wettbewerb oder in einem Projekt, organisiert sich selbst und die Verantwortlichen, in unserem Fall bin das ich, Michael Porath, mein Partner, der mit mir gemeinsam den Standort leitet, und die Christine Kimmerle, die als Teamleiterin auch sehr viele inhaltliche Themen bei uns mitentwickelt. Wir stehen den Teams eher als Mentoren, Mentorinnen zur Verfügung und werden auch von unterschiedlichen Teams je nach ihren Bedürfnissen, je nach ihren Entwicklungen dementsprechend intensiver oder nicht einbezogen. Wie entsteht denn so ein Wettbewerbsteam oder ein Projektteam bei uns? Möglichst nach einer guten Kombination aus unterschiedlichen Kompetenzen. Meistens, wenn wir jetzt auf die Wettbewerbe gehen, besteht ein Team aus Werkstudentinnen oder Praktikantinnen, aus einem oder mehreren Projektarchitektinnen und je nachdem mehreren Mentoren. Wenn die Projekte komplex sind oder bestimmte Ausrichtung haben, kommen auch die Geschäftsführungen sehr stark mit dazu. Wo kommen unsere Aufträge her? Fand ich jetzt auch ganz, ganz interessant, einmal diese Grafik mitzubringen, vor allem weil man sich ja täglich nicht damit beschäftigt. Wir haben die Auswertung erst gestern gemacht. Früher waren wir ein Büro, was zu 80% unsere Aufträge aus Wettbewerben eigentlich lukriert hat. In den ersten 10 Jahren hat diese Entwicklung sich etwas verschoben, Richtung auch Direktaufträge. Es hängt zu einem damit zusammen, dass wir langlebige Partnerschaften aufgebaut haben mit Auftraggeberinnen, aber auch viele auf uns zukommen, weil sie neugierig sind auf die Vielfalt, die wir mitbringen. Wir haben auch ein paar Projekte, die mittlerweile sich mit Forschung beschäftigen, wo wir Baukastensysteme, meistens ein Holzbau für unterschiedliche Funktionen erstellen, planen in einem recht partizipativen Prozess mit Auftraggeberinnen. Aber es ist nach wie vor noch so, dass die meisten Aufträge von uns über Wettbewerbe und VGVs kommen. Von den Wettbewerben, an denen wir beteiligt sind, es laufen in den Standorten immer 3 bis 4 Wettbewerbe parallel. Schaffen wir es, 20% dieser Wettbewerbe zu gewinnen? Das bedeutet, das ist jeder 5. Wettbewerb. Diese Information finde ich auch sehr, sehr wichtig. Die versuchen wir auch immer wieder bürointern weiterzugeben, weil es auch zeigt, dass nicht jeder Wettbewerb einfach gewonnen werden kann. Zwischen 30% und 40% der Wettbewerber sind Platzierungen und der Rest ist unser Gedankenpotenzial, was für die weiteren Projekte eben bei uns bleibt. Es war mir jetzt wichtig, vor allem diese zwei Arten an Entwürfen hier darzustellen, die Wettbewerbe, wo man doch eher abgekoppelt von Auftraggeberinnen und Direktaufträge anzuführen, weil das auch die beiden Arbeitsweisen sind, die ich jetzt in Folge mit euch anschauen möchte. Und anfangen werden wir mit Wettbewerb, gemeinsam statt einsam. Wir sagen immer wieder, ein Wettbewerb ist ein Sport. Es ist eine intensive Zeit. Für die meisten Wettbewerbe brauchen wir 5 bis 6 Wochen, die damit zusammenhängt, dass man irrsinnig viele Informationen aufnehmen muss, sie verarbeiten muss, recherchieren muss,
bestimmte Zusammenhänge hinterfragen muss und dann eine Lösung generieren muss, die selten eine ist, sondern meist in einer Vielfalt sich fast bis zum Schluss durchzieht. Das heißt, es ist auch zwar sehr viel Freude, aber auch sehr viel Anstrengung. Deswegen finden wir das auch immer wieder wichtig, die sportlichen Phasen dann auch mit den Spannungsphasen zu kombinieren. Unsere ganze Kapazitätsplanung ist so aufgesetzt, dass wir im Wechsel Wettbewerbe, Studien und auch Projekte bearbeiten können. Zu einem, um diese Erholungsphasen sich zu gönnen, aber zu anderem auch, um das simultane und synchrone Entwerfen in unterschiedlichen Maßstäben und in unterschiedlichen Vertiefungen auch zusammenführen zu können. Wir haben eine Grafik aufgesetzt für einen Wettbewerb, das ist jetzt neu bei uns, das gibt es seit diesem Jahr, das ist die Arbeit von unserer Arbeitsgruppe für die Wettbewerbe, die standortübergreifend gelaufen ist, und ich finde, es bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, dass es wie in jedem Entwerfen, wie in jeder Begegnung, und es geht dann auch teilweise bis zur Ausführung, eine gewisse Linearität gibt, in die man startet und gewisse Prozesse, die dann diese Linearität komplett verlassen, in endlos Schleifen oder mehrfach Schleifen hineingehen und Abgleich unterschiedlichster Gegebenheiten mit sich bilden. Aber jetzt mal der Reihe nach die Vorbereitung. Wir auch bei jeglichem Sport fängt es mit einem sehr guten Team an, meistens. Wenn das ein geladener Wettbewerb ist, hat man das Team schon beisammen an externen Fachplanungen. Wie wir unsere internen Teams zusammensetzen, habe ich bereits erzählt. In dieser Phase geht es sehr stark darum, die Auslobung wirklich zu studieren, sie dann auch zu hinterfragen, das Team zu sammeln und auch den Prozess eigentlich zu gestalten, den mit Meilensteinen zu versehen und den auch mit Themen zu versehen. Hier kommt gleich auch die erste etwas trockenere Darstellung. Es sind Tabellen, die zu unseren Grundlagen gehören im Büro, die wir tatsächlich auch am Anfang von jedem Wettbewerb ausfüllen. Da sieht man auch die berühmten 6 Wochen, die erste Woche ist Auslobung lesen, und das, was hier auffällt, ist, dass jede Woche sowohl ein Meilenstein definiert ist, als auch eine thematische Entwicklung. Es geht grundsätzlich darum, von Grundlagen zur Kubatur, zur Gebäudeorganisation, Gebäudehülle und zu visualisieren, finalisieren zu kommen. Es ist so, dass wir es auch pflegen, wirklich das Ganze uns täglich anzuschauen, was wann passiert, und was hier auch sehr auffällt, dass wir Akteurinnen haben, die gleich in der ersten Woche dabei sind. Das sind die Fachplanungen. Und das ist auch eine Herangehensweise, die nicht ganz so üblich ist, die wir sehr stark auch von Much und Helmut haben, dass wir keinen Entwurf, kein Wettbewerb allein starten, sondern immer in einem Dialog. Das heißt, bei dem ersten Termin ist auf jeden Fall eine Landschaftsarchitektur dabei, ist meist jetzt auch eine Haustechnik und Statik dabei. In den letzten Jahren ist noch eine Programmatik oder Bausoziologie dazugekommen. Es ist einfach unsere tiefe Überzeugung, dass wir diese Vielfalt an unterschiedlichen Erkenntnissen von vornherein uns teilen wollen, bevor wir dann in die Überlegungen hineingehen. Bei Direktaufträgen ist es meistens ein bisschen schwierig, das durchzusetzen, aber wir sind hartnäckig. Hat man das Ganze aufgesetzt, dann geht es in die Grundlagen. Auch übrigens bei dem ersten Termin referieren nicht nur wir über das, was in den Auslobungen uns aufgefallen ist, sondern auch jede einzelne Fachplanung, was natürlich das Repertoire an Überlegungen um Vielfaches erweitert. Die Grundlagen, da geht es darum,
langsam sich an das Raumprogramm heranzutasten, aber auch sich Überlegungen anzustellen, für wen bauen wir da, für wen planen wir da eigentlich und was sind die regionalen Gegebenheiten. Am Anfang ist oft die klassische Analyse der Umgebung, wozu wir jetzt in letzter Zeit sehr intensiv übergegangen sind, dass wir die Nutzerinnen wirklich in den Mittelpunkt stellen, nicht am Schluss illustrierend, ihr werdet diese ganzen Darstellungen kennen, sondern bei uns sind es die Akteurinnen, die ganz am Anfang vorkommen. Bei Quartiersentwicklungen, wo teilweise noch gar keine Gruppen definiert sind, helfen uns diese eigentlich ein Raumprogramm aufzustellen. Bei Auslobungen, wo vieles vorgegeben ist, hilft es uns, die Bedürfnisse tatsächlich zu verstehen und dessen räumliche Vielfalt und räumliche Qualität dann später umzusetzen. Lustigerweise halten sich die Sprüche und auch diese Personas meist zu 90% bis zur Abgabe durch. Auch ein Bereich, was wir jetzt immer mehr machen, sind die SWOT-Analysen, die wir teilweise selbst erstellen, um so auch die Umgebungsanalyse gut werten zu können. Danach geht es sehr stark da rein, sowohl die Umgebung gut kennenzulernen, als auch in die Programme in die Flächen hineinzugehen, sehr unterschiedlich zu gewichten, unterschiedlich zu kombinieren und das Ganze dann auch immer wieder an die Fachplanungen mit weiterzugeben, sie darüber zu informieren. Sind die Grundlagen alle geschaffen, dann kommen wir zu dieser berühmten Schleife, der Konzeptschleife, die sehr stark zwischen der Analyse und der Vision schwingt und mehrere Umdrehungen macht. Intuition oder auch ein sehr sachliches Errechnen wechseln sich hier ab und im besten Fall nach einer gewissen Zeit entsteht Identität, entsteht ein roter Faden durch das Projekt, was uns dann in die Ausarbeitung weiter begleitet. Das sind die Momente, wo wir sehr oft zusammensitzen, wo wir eigentlich auch fast Tage in der Werkstatt verbringen und in ständigem Dialog zueinander sind. Es sind die ganz üblichen volumetrischen Studien, die nach Bezügen und nach Gewichtungen zu der Umgebung suchen, aber auch gleichzeitig ihre Übersetzung in die konzeptuelle Ebene schaffen und auch so die Gewichtung unterschiedlicher Ansätze schaffen. Das Ganze wird sehr stark immer wieder auch mit Flächenberechnungen, Volumenberechnungen versehen. Je komplexer ein Projekt ist, umso sachlicher versuchen wir das auch in Vor- und Nachteilen darzustellen, um das oder die unterschiedlichen Ansätze miteinander vergleichen zu können. Weitere Herangehensweisen sind auch die über die Haut, über das Kleid, vor allem auch intensiv im bauenden Bestand oder in Bereichen, wo eine sehr prägnante Materialität vorherrscht. Es ist auch oft eine Arbeit mit dem Text, entweder als Textzitat oder auch als Formulierung des roten Fadens für uns, weil wir auch finden, dass die Texte teilweise eine enorme Prägnanz und Präzision haben, die man in Volumina oder in volumetrischen formalen Spielen oft so nicht herstellen kann. Oft sind es auch architektonische Details, die uns beschäftigen in dieser Phase, wo eine Auslotung der Lichtführung und des natürlichen Lichtes stattfindet. Im besten Fall, wenn diese Phase abgelaufen ist, ist auch die längste Phase in dem Projekt. Die nimmt teilweise von diesen 6 Wochen 3,5 Wochen vielleicht einmal ein. Hat man ein
ein Distillat, was man dann versucht, in mehreren Varianten weiter zu organisieren. Also es geht da um eine Gebäudeorganisation, Grundrissorganisation. Je nach Komplexität des Projektes kann das auch nicht nur in zwei Varianten, sondern in mehreren stattfinden. Ihr seht, da kommen jetzt dann schon sowohl die Programme dazu als auch Brandschutz, Erschließung, räumliche Bezüge etc. etc., die dadurch geprüft werden. Manchmal verwenden wir auch sehr bewusst zwei konträre Ansätze, die wir bis zum Schluss verfolgen, um so auch eine möglichst intensive Annäherung an die Lösung herbeizuführen. Ist diese Phase abgeschlossen, dann geht es relativ rasch in die Ausarbeitung, in das Produzieren. Das ist meistens die Zeit, wo das Team verstärkt wird, wo dann ein aktives Team noch teilweise zum Finishen dazukommt. Und die Erstellung von Grundrissen, Ansichten, auch teilweise Details, die ist sehr stark immer wieder mit dem programmatischen Narrativ zurückgekoppelt. Also diese beiden Prozesse finden komplett parallel statt, um ja, das Wesen, die DNA des Gebäudes nicht zu verlassen. Narrativ ist für uns überhaupt in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden, nachdem wir sehr viele komplexe Bauten planen und auch sehr viel Quartiersentwicklung planen, stehen wir immer wieder vor der Frage, wie bringen wir die Vielfalt der Nachhaltigkeit, die Vielfalt der Funktionen oder unterschiedlicher Nutzungen so auf den Punkt, dass die wichtigsten Bereiche sichtbar sind und es nicht überladend wird. Teilweise kommen auch in der Phase schon sehr intensive Auseinandersetzungen mit der Konstruktion, Rückbaubarkeit, Kreislaufwirtschaft, Baustellen, Logistik etc. etc. dazu, was dann auch automatisch in die Fassadenschnitte mit einfließt. Und ganz zum Schluss geht es dann ums Finalisieren und Visualisieren. Ein Bereich, wo wir als Büro eigentlich relativ offen sind. Wir haben keine strengen Vorgaben für Farbgestaltungen oder Layouts. Bei uns schauen Wettbewerbsabgaben teilweise sehr divers aus und das finden wir auch gut so, weil das individuelle Lösungen sind. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder mal gut, gewisse Beiträge gut auszuwerten, auch in Farbspektren zu denken, sich da einfach gewisse Bibliotheken auch anzulegen, denn die letzte Phase ist die kürzeste und da gilt es eigentlich, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Eine sehr banale Folie, die ich euch jetzt zeige, eigentlich eine, die uns immer wieder begleitet, Bibliotheken, erstellt man in einem Büro alle paar Jahre neu, auch die Vorlagen. Und es ist tatsächlich auch eine Art von unseren Werkzeugen, die wir intensiv pflegen sollten, weil die ersparen enorm viel Zeit am Schluss. Irgendwann mal sind die Pläne da, je nach Abgabe können es auch bis zu 12 A0-Pläne sein mit sehr intensiven, vielfältigen Ansätzen und auch Zeichnungen mit Maßstabssprüngen, die enorm sind. Und zu denen leider Gottes dann, was man auch gern vergisst, aber nicht mit dem Diagramm, was wir im Vorfeld zeichnen, zu denen auch enorm viele Berechnungen gehören. Ja. Also es ist meistens bei größeren Wettbewerben sitzt eine Person halbe bis zu einer Woche da und erstellt die Berechnungen zu dem Ganzen. Jetzt sind wir schon bei dem zweiten Verfahren, was uns oft begleitet, zu 50% unserer Zeit, das sind die Direktaufträge. Die laufen bei uns unter dem Motto maximal integral ab. Und zwar kommt es eigentlich aus unserer Vergangenheit heraus, dadurch, dass wir sehr viel in Holzbau gemacht haben, wo wir ja ganz genau wissen, dass der Holzbau nur in einem extrem guten Fachplanungsteam funktioniert. Holzbau ist Kommunikation, Holzbau ist Zurückgreifen auf Kompetenzen aller Beteiligten. Das ist eine Überzeugung und auch eine Erfahrung, die wir jetzt seit ein paar Jahren in alle Projekte hinein
hineinnehmen und versuchen, da gemeinsam zu arbeiten, indem wir die Nutzerinnen intensiv einbeziehen, aber auch ab einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal auch die Baufirmen. Die beiden sind eine Art Fachplanungen für uns und gestalten auch seit dem ersten Tag die Gebäude, die Ansätze mit. Das ist eine Folie, die das, glaube ich, sehr plakativ zeigt, was das bringt, diese Menschen mit an den Tisch zu setzen, weil in diesen vielen Kästchen auch die Kompetenzen sind, die zum Beispiel von Baufirmen oder von Auftraggeberinnen abgedeckt werden. Da sind Kompetenzen, die wahrgenommen werden müssen, die intensiv programmatisch sind, aber auch nutzungstechnisch auf die Nutzungsdauer abzielen. Die Baufirma kann natürlich, gerade wenn man in Holzbau unterwegs ist, sowohl von ihrem Spezifikum hier intensiv sich einbinden, als auch die Preis- und Produktionsoptimierung mit reinbringen. Das Ganze findet in agilen Prozessen statt. Wir verwenden jetzt schon seit einigen Jahren für unterschiedliche Phasen diese unterschiedlichen Ansätze, die aus der IT-Branche kommen und die wir in den letzten Jahren auf Architekturprozesse umgesetzt haben. Das ist das Design Thinking für die erste Phase, für das Entwerfen, Scrum dann für die Phase meist bis zur Ausschreibung. Und Lean Construction ist das, was auf den meisten Baustellen stattfindet. Mehr werde ich jetzt dazu nicht sagen. Was diese ganzen Prozesse aber gemein haben, ist, dass die Entscheidungsträgerinnen aus unterschiedlichen Kompetenzen stets an einem Tisch zusammensitzen, dass die Inhalte nicht nach einem Wasserfallsystem, sondern wirklich nach einer Dringlichkeit bearbeitet werden. Das heißt, wenn ich ein Wohngebäude plane, schaue ich mir zuerst ganz andere Sachen an als zum Beispiel bei einem Bürogebäude, und so werden auch die ganzen Prozesse gesteuert, nicht nach dem Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, sondern rein inhaltlich. Es ist ein Workshop-basiertes Arbeiten, was mit sehr viel Augenhöhe zu tun hat, was mit einer guten Vorbereitung zu tun hat, was mit einer Transparenz in den Prozessen zu tun hat und vor allem mit einer gemeinsamen Aufgabenstellung, Erstellung für jeden nächsten Schritt, was sowohl von Auftraggeberinnen als auch von Baufirmen ab einem späteren Zeitpunkt meistens und auch von uns allen Planerinnen bestimmt wird. Hier vielleicht einmal eine Folie, wie fängt man so einen Prozess an? Und zwar hat man natürlich in dem Direktauftrag eine Situation, dass es keine Auslobung gibt, dass es relativ vage Behauptungen manchmal gibt von dem Raumprogramm oder von den Gegebenheiten. Und es ist das, wo wir in letzter Zeit immer versuchen, bevor wir überhaupt irgendwas zeichnen, irgendwas behaupten, uns ganz am Anfang zusammenzusetzen mit Auftraggeberinnen und erstmal uns darüber zu unterhalten, was sind denn die Ziele qualitativ, quantitativ und wie können wir das Ganze strukturieren, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Teams. Das führt dazu, dass man vor jedem Schritt, den man mit den Auftraggeberinnen macht, also in erster Linie möchte ich hier Auftraggeberinnen betonen, dass man eine Art Inputrunde veranstaltet mit einer sehr bestimmten Fragestellung, Aufgabenstellung, wo sowohl die Auftraggeberinnen als auch die Firmen als auch die Fachplanungen ihre Wünsche, ihre Expertise mitbringen und die einfach einmal einander vorstellen. Hier ist Auszug von einer Mappe nacheinander geschaltet, wo wir uns mit unseren Auftraggeberinnen über Bürobau unterhalten haben und erstmal vorgestellt haben, was gibt es alles für Bürobau, Typologien, Organisationen von bis und in welche Richtung denken wir oder was können wir empfehlen. Erst nach dieser Inputrunde wird eine gemeinsame Aufgabe erstellt, definiert, die man dann als nächstes bearbeitet.
da waren wir jetzt bei dem Schritt 1, Verständnis schaffen und die Entwurfsfragen gemeinsam definieren. Dann können wir in die Bearbeitung der Ergebnisse gehen. In dem Design Thinking Prozess ist es oft so, dass man situativ gewisse Elemente rauszieht, wie hier zum Beispiel eine Raumzelle aus dem Bürobau und das als einen Prototypen bearbeitet. Das dient alles einem besseren Verständnis, einer besseren Kommunikation miteinander. Oft verwenden wir hier auch Elemente von einer Isometrie, um das räumlich auch gut darstellen zu können. So schaut dann ein Ergebnis aus, das ist einer von 10 Schritten, wie wir in dem Entwurf eines Gebäudes, alles Komplexes miteinander vorgehen. Wertvoll finden wir auf jeden Fall so diese Wissensvermittlungsrunde und auch Wissensaufnahme von allen Beteiligten. Da ist man sehr oft überrascht, wie viel dahinter steckt, was man sonst in normalen Abläufen über Try and Error und über viele Schritte herstellen muss. Ist die Baustelle abgelaufen? Gibt es da aber auch weitere Zusammenarbeiten oder Einwirkungen jetzt schon mit den Bewohnerinnen? Ich habe euch jetzt ein Beispiel mitgebracht von einer Wohnhausanlage hier in Wien, die wir übrigens gemeinsam mit Schenker Salve Weber errichten, die Gastgebgasse im 23. Bezirk. Und das ist ein Plan von unseren Bausoziologen, Bausoziologinnen, die den Besiedlungsprozess steuern und auch Aneignungsprozess. Wir haben nämlich in diesem Projekt ein was übrigens aus 5 Baukörpern besteht, 450 Wohnungen insgesamt. Und dieses erste Gebäude, was ihr seht, ist ein Atelierhaus. Das ist ein flexibles Haus, was in der Lage ist, in diesem Grätzl auf lange Sicht auf unterschiedliche Veränderungen zu reagieren. Das Haus ist so gestaltet, dass es auf 4 Stützenreihen aufgelagert ist und im Prinzip nicht nur die jetzigen Ateliers unterbringt, sondern auch in mehreren Jahren auch zu einem Büro oder einer Bildungsstätte werden kann. In diesem Haus haben wir nicht nur die Struktur flexibel gehalten, sondern wie ihr hier auch im Schnitt über die 2-geschossigen Räume seht, Bereiche gelassen in beiden Wirkungsbereichen von beiden Architekturbüros, die aneignbar sind, die eigentlich erst durch die Bewohnerinnen zu dem werden, was sie dann später sind, die geändert werden können, die weitergebaut werden können. Aber vor allem ist jetzt in dem Atelierhaus, gibt es die Typologie von den Ateliers, die partizipativ vergeben worden ist an Leute, die freischaffend sind und die zwischen 3 unterschiedlichen Varianten haben auswählen können. Also diese kleine Auszug zeigt nur einen kleinen Teil der Flexibilität, in dem dieses Haus agieren kann und es erweitern kann. Ein Bild aus der aktuellen Baustelle. Wir werden bald mit dem Rohbau fertig sein. Jetzt komme ich zu unserem letzten Kapitel. Was sind unsere Schöpfbrunnen? Wo nehmen wir unsere Ideen her oder was nährt uns in diesen ganzen Prozessen? Es ist in erster Linie ein ganz starkes Hinterfragen. Auch das ist ein Können, was wir von Much und Helmut übernommen haben und weitertragen, hinterfragen, nicht nur von Auslobungstexten, sondern auch von örtlichen Gegebenheiten, auch von Baugesetzen. Als erstes Beispiel dazu unsere Stadthalle, die Halle F, die in der Bauklasse 2 geplant ist. Wer von euch weiß, hat sie in Wien eine Traufenhöhe von 12 Metern. Und die meisten Mitbewerberinnen, die ihre Beiträge abgegeben haben, sind natürlich mit diesen 12 Metern Höhe nicht zurechtgekommen.
mit der Funktion eines Konzertsaals und haben als Ansatz den Konzertsaal immer in das Untergeschoss, also in die Erde hineingedrückt. Wir hatten hier den Ansatz gehabt, das Dachgeschoss noch hinzuzuziehen, was zu dem Zeitpunkt auf die 12 Meter noch 7,50 Meter extra Höhe gebracht hat und das ganze Gebäude, wie ihr jetzt da in der Silhouette seht, so zu den Rändern anzuschäpen, dass die 12 Meter nach außen hin eingehalten werden konnten und die Halle trotzdem mit ihrer gesamten Höhe Platz oberirdisch gefunden hat, war der Grund unter anderem, warum wir hier weitergekommen sind. Oder ein anderes lustiges Projekt, was bereits 2017, glaube ich, fertiggestellt worden ist, ist ein Wohnbau in Wien. Im 22. Bezirk, die Hirschstättner Straße, ihr seht links den großen Winkel. Das war das, was die Widmung verlangt hat, was die Widmung gewidmet hat. Eine geschlossene Bebauung mit Kantenlänge bis 150 Metern Länge. Also es ist eine Masse, Bauklasse 3, 16 Meter, in einer Einfamilienhausstruktur. Wir haben es hinterfragt, das war ein Bauträgerwettbewerb, das heißt kein anonymer Wettbewerb. Man kann sich da auch mit den Behörden zusammensetzen. Wir sind zur Behörde spaziert, haben gefragt, warum sie das gemacht haben. Da ist eine S-Bahn-Trasse in der Nähe. Sie wollten lärmschutztechnisch das Grundstück gut abschotten. Dann haben wir uns länger darüber unterhalten, dass der Lärmschutz eigentlich durch die OIBs in dieser Stadt geregelt wird und ein Fassadenthema ist. Und im Endeffekt konnten wir dann die zwei Solitäre bei dem Wettbewerb einreichen. Dieser kleine rote Strich dazwischen war unsere Interpretation der geschlossenen Bauweise. Das war eine bewachsene Kletterwand für die Kinder und ist so durchgegangen und führte dann im Endeffekt auch zu einem Gewinn. Erfahren ist auch eine der größten Quellen, und zwar erfahren im Sinne von unserer eigenen Erfahrung, auf die eigene Erfahrung, die vielen Standorte, die vielen Kompetenzen zurückgreifen zu können, gewisse Bibliotheken sich auch dort aufzubauen, klingt auch logisch, ist im Alltag aber nicht ganz so einfach herzustellen, da stets aktualisierte Werke nebenbei zu haben. Es geht aber nicht nur um Bibliotheken, sondern wirklich auch um einen Austausch zwischen den Standorten oder innerhalb auch von den Standorten. Von dem Standort. Es geht sehr intensiv über Wettbewerb, über Exkursionen, über alle möglichen Vortragsreihen, die jetzt auch standortübergreifend stattfinden und auch einfach über einen intensiven Wissenstransfer, über einen Server, auf den wir alle zugreifen können und auch über Wissensvermittlung von unseren Teamleitungen und von allen Teams. Kritisieren ist eine wichtige Aktion von uns, und zwar vor allem bei den Wettbewerben, die ohne Bauträgerinnen intern gemacht werden. Also der klassische Wettbewerb, der anonyme Wettbewerb, wo ein Team dran sitzt. Da haben wir ein Format, was Zwischenkritik heißt, wo ein- oder zweimal innerhalb von diesem Wettbewerbsablauf eine Zwischenkritik einberufen wird, und zwar intern in dem Büro. Es wird ein Mail rausgeschickt und da werden 5 bis 6 Personen nominiert, von Werkstudentinnen bis zu Teamleiterinnen, die aufgrund von ihrer Kompetenz nominiert werden, ob das Narrative sind, Städtebau, Detail und Konstruktion oder bestimmte Bauweisen, Typologien. Und das sind dann Zwischenkritiken, die ihr noch viel besser kennt jetzt, die 1,5 Stunden dauern und eben nach den Kompetenzen beurteilt werden und dann auch den Diskurs bis zum Schluss des Wettbewerbes eigentlich aufrecht halten.
da ein paar Bilder aus unserer Werkstatt zu einer der letzten Zwischenkritiken. Bringt enorm viel, wie wir finden und wie wir auch mitbekommen. Recherchieren, wir sind ein Büro, was nicht nur unsere eigenen Arbeiten anschaut, sondern intensiv auch die Arbeiten von den Kolleginnen, den aktuellen Architekturdiskurs verfolgt und oft auch, bevor eine neue Aufgabe beginnt, auch eine typologische Recherche zu den aktuellen Entwicklungen startet. Die Zusammenarbeiten, wir sind ein Büro, was sehr intensiv mit Kolleginnen zusammenarbeitet, sehr viel bei den Wettbewerben, aber auch bei den Projekten. Die vier Projekte, die jetzt in der Präsentation einmal vorkommen, oder die vier von denen, die hier vorgekommen sind, sind alles Gruppenarbeiten mit den Wiener Büros in dem Fall. Und dann sind es auch Fragen. Fragen, die wir uns vor allem in den letzten 2 Jahren intensiv stellen, weil wir auch mitten in dieser Umbruchszeit sind, wo wir auch mitbekommen, dass wir auf kaum Konventionen zurückgreifen können. Das sind Fragen, die wir uns stellen, um jedes Projekt, jeden Entwurf nicht einfach nur zu generieren, sondern auch als eine Weiterentwicklung zu denken. Was ist ein guter Ort, an dem man leben möchte, an dem ich leben möchte? Wer will und vor allem, wer soll auch an diesen Ort, um gewisse Dynamiken erzeugen zu können? Wie können wir den Entwicklungen, es ist sehr stark aus Quartiers, Bildung, aber auch aus größeren Projekten. Wie können wir den Entwicklungen Zeit und Raum lassen, prozesshaft diese Entwicklungen betrachten? Was sind gebende Räume und wo sind sie positioniert in unseren Projekten, egal in welche Funktion? Wie gehen wir mit Mobilitätswandel um, wahrscheinlich einem der größten in den aktuellen Bauaufgaben? Ist Grün eine Haltung? Inwiefern kann das Grün überhaupt vom Hochbau noch getrennt werden und muss nicht simultan mitgedacht werden? Auch die Leistbarkeit der Architektur. Was kann die Architektur leisten und wer kann sie sich leisten? Das wird vor allem eine Frage, glaube ich, die in den nächsten Jahren eklatant intensiv wird für uns. Auch die Aneignung. Wie planen wir so, dass das zu einem Zuhause von Menschen werden kann, das angeeignet werden kann? Es sind ein paar Qualitätskriterien, die wir uns oder Ansprüche, die wir uns immer wieder in Projekten setzen, die den öffentlichen Raum angehen, inwiefern er auch in die Vertikale kommen kann. Das sind Themen, die Kreislauf denken und Kreisläufe in den Mittelpunkt stellen, aber auch Begegnungsorte, kurze Wege und vor allem auch gemeinsame Ressourcen mit aufgreifen, sind alles Themen, die aus hier und jetzt, aus uns selbst herauskommen und noch nicht unbedingt immer eine Antwort haben beziehungsweise eine Unterstützung auf Auftraggeberinnenseite. Wir kriegen es aber auch mit, dass diese Fragen innerhalb von diesen 4, 5, 6 Wochen Wettbewerb nicht unbedingt zu beantworten sind. Und für diese Themen der Zukunft, für unsere eigenen Agenden, die quasi nicht von Auftraggeberinnen oder Aufgaben diktiert werden, haben wir vor 2 Jahren bei uns in Wien und mittlerweile auch an anderen Standorten Forschungslabore eingefügt. Momentan laufen in Wien an die 10 Forschungslabore, die sich mit Identität beschäftigen, mit dem Ortskern, aussterbenden Ortskern in der Umgebung von Wien, mit Migrationsräumen. Was sind es für welche? Wie bindet man sie ein? Wie erzeugt man diese? Auch das parametrische Design oder integrales Arbeiten sind Bestandteil von diesen Forschungslaboren. Wie gehen wir mit den Garagen um oder überhaupt mit Einstellräumen? Wie können wir sie so planen, dass sie in 10 Jahren nicht unbedingt weggebrochen werden müssen? Was sind gesunde Materialien? Wie baut man Low-Tech, das einfache Bauen, das monolithische Bauen teilweise?
Das sind Labore, die bei uns neben der operativen Zeit laufen. Die kommen sehr stark aus den Kolleginnen selbst heraus, also die werden von uns weder aufgesetzt noch kuratiert. Es gibt einen Antrag, wenn der Antrag von einer Gruppe Hand und Fuß hat, bekommt die Gruppe dann Kontingente auf Bürokosten, zu diesen Themen zu forschen. Es gibt Quartalsgespräche dazu in Workshops und es sind mittlerweile jetzt wirklich sehr gute Quellen dafür, neue Gedanken zu entwickeln, auch neue Strukturen zu entwickeln. Eine davon möchte ich euch jetzt zeigen, das Dranbleiben, das DNA eines Projektes, eines Entwurfes. Das ist ein sehr simples Board, in dem Fall Whiteboard, hat, wer Microsoft drauf hat, hat bei sich auf jedem Rechner das, wo wir von vorne herein, also wenn ihr an diese Linearität in dem Entwurfprozess denkt, da kommen schon die Erkenntnisse, was ist das für ein Ort, wo bin ich, was fällt dem Ort, die SWOT-Analyse, was sind die Nutzerinnen und was können wir beitragen, aufgeschlüsselt und dann Stück für Stück werden die oberen Bereiche gefüllt mit Erkenntnissen, die in den Prozessen entstehen und die es schaffen, dann in den engen Kreis von diesem Whiteboard zu kommen. Das sind eigentlich auch sehr simple Werkzeuge, aber welche, die von dem ganzen Team gewartet werden. Das ist im Prinzip ein Projekthirn, was dann auch über alle Phasen hinweg existieren kann und auch wachsen kann und auch in der Präsentation irrsinnig angenehm ist. Also wir sind, gehören zu den wenigen Büros, die gern auch Digitalwettbewerbe miteinander machen. Wir finden das eigentlich ganz, ganz intuitiv und gut, wenn alle Beteiligten an einem Wettbewerb Zugriff auf diese Flächen haben und gemeinsam nicht Mappen durchblättern, sondern ganz frei zwischen unterschiedlichen Thematiken einfach springen können. Es ist auch gleichzeitig für uns ein irrsinnig gutes Instrument in vielfältigen Teams, extern und intern, einen Konsens zu schaffen und auch ein Verständnis dafür, was wir uns gedacht haben oder was die anderen Fachdisziplinen sich gedacht haben. Ich bin jetzt schon am Ende von unserem Schöpfbrunnen. So oder so ist irgendwann mal ein Wettbewerb und ein Entwurf vorbei. Wir hoffen da immer auf sehr gute Ergebnisse, die wir mit den Projekten erzielen können, in erster Linie für uns, wenn wir Typologien oder Orte weiterentwickeln können oder vielleicht auch zu den Glücklichen gehören, die den fünften Wettbewerb gerade gemacht haben, der vielleicht einmal eine Chance auf Gewinn hat. Die Sektflaschen sind auf jeden Fall immer eingekühlt und für alle Tätigkeiten bereit. Die Abschlussfolie. Vielen lieben Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr, sehr intensiven Vortrag mit vielen, glaube ich, sehr wertvollen Erkenntnissen, die wir für unsere eigene Arbeit mitnehmen können. Wir sind jetzt erst eigentlich bei der Hälfte des Abends, aber schon ziemlich fortgeschritten. Ich würde bitten, auf die Zeit zu schauen, auch beim zweiten Vortrag, damit wir den Abendtisch noch erwischen. Ja, herzlich willkommen, Schenker, Salvi, Weber, Architekten.
Michael Salvi gemeinsam mit Andres Schenker und Thomas Weber, Gründer des Büros Schenker Salvi Weber Architekten mit Sitz in Wien und Bern. Und Monika Resine, sie war langjährig Associate bei David Chipperfield Architects und ist heute als Architektin und Teamleiterin bei Schenker Salvi Weber für den Bereich Entwurf und Wettbewerbe verantwortlich. Schenker Salvi Weber beschreiben ihre Arbeitsweise, indem sie auch das Zweifeln thematisieren. Wir hinterfragen unsere Projekte immer und immer wieder, bis wir die für uns kreativste und beste Lösung gefunden haben. Dazu auch gleich mehr, nehme ich an, im Anschluss. Ich möchte wieder mal kurz ein paar Details vorweg nennen. Schenker Salvi Weber wurden 2009 gegründet, also einige Jahre nach Dietrich Untertrifaller, und sind mit rund 50 MitarbeiterInnen an Bürostandorten, wie erwähnt, in Wien und Bern tätig. Der Schwerpunkt ihrer bislang in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisierten Projekte liegt im Wohn-, Büro- und Schulbau. Ihre Arbeitsweise beschreiben Schenker Salvi Weber als einen partnerschaftlichen Prozess mit dem Ziel, ein ideales Projekt entstehen zu lassen. Schenker Salvi Weber wurden mehrfach mit dem Best Architects Award ausgezeichnet, aber auch mit dem Staatspreis für Architektur und zahlreichen weiteren Preisen. Viel Spaß beim Vortrag. Du musst die noch schnell einstellen. Genau. Ja, ich nehme diese. Wo magst du stehen? Ich stehe hier. Das ist ich stehe hier. Okay. Ja. Dann, wir fangen an. So, wir fangen an. Ich werde ein bisschen so Deutsch und Englisch mischen, ja? So, wir sind ein jüngeres Team. So, wir sind so zwischen 40 und 50 Mitarbeiter. So, es ist ganz international. So, es gibt Leute von Österreich natürlich, aber es gibt viele von Deutschland, von Ländern von der Osteuropa, auch Italiener, Spanisch, Engländer. Und so wir sind so 40 Mitarbeiter, zwischen so 50 Men and Women. Und wir haben auch so jede 6 Monate, wir haben auch so 4 Praktikanten mit uns, so die begleiten uns in unsere Design-Entwurfs. Wir sind ein Büro mit einem sehr soziales Leben. So, wir machen viel zusammen. Und ja. Wenn wir das natürlich mit unterstützen. Das ja. Ist noch kurz die Gründer. Der sitzt, ist der Thomas Weber. Der ist der Älteste, der darf sitzen. Der war auch 10 Jahre beim Much Untertrifaller tätig, zum Glück. Dadurch ist er nämlich nach Wien gekommen mit dem Projekt Stadthalle. Also wir sind euch wirklich dankbar, dass er da ist. Sonst hättet ihr uns nie getroffen. Mit dem Andres Schenker, der Größte in der Mitte, mit dem habe ich lange in Bern Fußball gespielt. Und irgendwann haben wir uns in Wien wieder getroffen, nachdem er bei Zaha Hadid studiert hat. Und ich bin nach Wien gekommen, um ein Praktikum zu machen bei Alles wird gut. Und bin hier hängen von mir geblieben, habe eine Frau und 15- und 17-jährige Kinder mittlerweile. Und ein Büro. Gehen wir weiter. Dann als Bürokultur, das ist ein sehr starker Punkt im Büro. So, wir machen viele so Ausflüge, so ein paar Ausflüge pro Jahr. Dann wir besuchen auch die Baustellen zusammen, die Projektbesichtigung. So, das ist sehr wichtig für den Wissenstransfer so zwischen den Mitarbeitern, die jeder weiß, was passiert in der anderen Ecke vom Büro. Wir auch teilnehmen in den bekannten Archibal. Dieses Jahr leider sind wir Zweite geworden. Im Penalty-Schießen im Finale, ja. Das war schade. Und, ja. Und auch wir organisieren den letzten Donnerstag des Monates einen internen Vortrag, wo wir präsentieren so die letzte Wettbewerb oder ein starker Punkt bei einem Projekt
oder die Material- und Farbkonzept, das war entwickelt in eine andere Projekt, sodass jeder weiß, was es geht. Und wenn ich bin mit einem Projekt in einem Teil, dass ich kann mit dem anderen reden. Ich weiß, was passiert so im Büro. Diese Slide so zeigt einige Bilder von unserem letzten Ausflug. Wir waren in Ljubljana und Trieste vor 3 Wochen, für 3 Tage. Und dann wir haben so diese sehr interessante Museo Revoltella besucht. Diese ist bei Carlo Scarpa geplant und eingeführt bei Giovanni Paolo Bartoli und Franco Bartolo. Und dort, was wir haben sehr interessant gefunden, ist von der Designprozess zu den Details. So. Genau, ja, es ist einfach faszinierend zu sehen, dass eigentlich all das, was wir jetzt uns auch wieder überlegen, ja schon mal irgendwie da war. Und diese Reise insbesondere, man wird gleich noch, wenn wir eins weitergehen, sehen, was wir uns auch noch angeschaut haben in Triest tatsächlich. Ja. Gehen wir eins weiter, ne? Also im Grunde genommen schließt sich der Kreis immer wieder, aber trotzdem kann man was rausschöpfen und wir werden ja gleich zeigen, wie wir versuchen, dann mit diesen Impressionen umzugehen für unsere eigenen Projekte. Ja, I mean, es ist ganz wichtig für uns, diese Kenntnisse auch so mitnehmen und auch die so beeinflussen auch. Entschuldigung. Dann wir haben auch so diese Wohnquartier besucht und das hat eine große Diskussion genommen im Büro. So, was für eine Utopie. So, is this the perfect society that, that it was thought so 40 years ago? Und so wir waren ganz kritisch, so es hat entwickelt so eine große Diskussion im Büro. Absolut. Einerseits ist es natürlich eine erschreckende Masse, die aber auch beeindruckt, architektonisch. Man denkt, man hat gar nicht uns so getraut, da reinzugehen, also kleine Wiener und so, vielleicht gefährlich. Aber wir haben eigentlich da drin gesehen, dass es ein ganz normales, blühendes Leben auch gibt in einer sehr schroffen Situation. Also die Menschen richten sich das ein und selbstverständlich ist es auch ein Kind seiner Zeit. Vielleicht gehen wir eins weiter. Okay, so diese ist, wie wir arbeiten in unserem Büro. So wir haben eine große, so eigentlich 3 große Bereiche mit großen Tischen, viele Möglichkeiten für Diskussion, für Zusammenarbeit, für Modellbauen. Wir arbeiten ganz viel auch mit Modell. Das ist eine von unseren starken Aspekten im Büro. Genau, und dort sind wir eigentlich seit 2009 angefangen mit den 2 Kollegen mit 3 Tischen, die wir gemietet haben. Und zum Glück konnten wir uns da immer weiterentwickeln und haben uns da ganz gut eingelebt. Vielleicht auch noch kurz zu unserer Vielfalt der Projekte. Es ist ganz klassisch, wir haben das schon gesehen, wir sind da ein Büro, das eigentlich keine Chance hatte, weil wir waren ja auch nicht vernetzt hier in keinster Weise in Wien oder Österreich. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Aufträge gesucht über Wettbewerbe, das machen wir nach wie vor. Das hat auch ganz gut funktioniert dann, circa nach 1-2 Jahren. Da hat uns übrigens auch der Much geholfen, muss ich sagen. Am Anfang durften wir Projekte von ihnen umsetzen, damit wir leben konnten und das war unser Konzept. Einer hat Wettbewerbe gezeichnet, die anderen haben gehackelt für Arbeit und das Ganze ist aber irgendwie so entwickelt, dass dann auch eben Wettbewerbe gewonnen werden konnten und wir uns selbstständig machen konnten. Inzwischen machen wir Schulbau, viel Bürobau, muss man sagen, das ist auch über die Post am Rochus entstanden, die ist unten rechts. Und was uns zunehmend interessiert, das werden wir heute auch ein bisschen beleuchten, sind Projekte, die mehr im Kulturbau zu Hause sind, die natürlich wunderbare Aufgaben darstellen. Und das ist auch gelungen in letzter Zeit, dass wir das machen konnten. Gehen wir eins weiter. Das ist schon etwas älter. Damals haben wir mitgemacht für die Young Viennese Architects. Das gibt es leider nicht mehr. Das ist von der MA19 Stadtbildkommission ein Projekt gewesen, wo junge Büros ein Podium erhalten haben. Es gab dann auch ein Buch und für dieses Buch musste man eine Utopie
etablieren und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was könnte jetzt eine Utopie im Jahre 2050 sein. Man musste auch einen Ort wählen in Wien. Komische Aufgabenstellung, aber eigentlich war sie für uns ein großer intellektueller Prozess, aber auch ein grafischer Prozess, würde ich sagen. Wir gehen vielleicht kurz weiter. Wir haben uns da auch dann die Fragen gestellt, also was wollen wir eigentlich entwerfen? Also wir als Büro, was interessiert uns? Was verlangt die Gesellschaft an einem Entwurf mittlerweile oder damals? Ist dieser Entwurf im besten Falle ein Beitrag für eine baukulturelle Anfügung an die Geschichte? Ist es Baukunst? Das finden wir gut. Baukunst wäre ein hohes Ziel. Wo liegt eine Analogie zu einem Ort? Und was kann eben wieder unser Projekt oder was kann die Architektur dort leisten? Nun gehen wir vielleicht mal rein in das Geschehen. Wir haben uns ausgesucht den Stephansdom. Der Stephansdom hat ein Spezifikum oder eine Kuriosität. Er hat nämlich einen fehlenden Turm. Und anhand von diesem fehlenden Turm haben wir quasi gesagt, wollen wir überlegen, was könnte eigentlich aus dem Stephansdom werden? Soll er fertig gebaut werden? Das ist ideal. Also ist das erstrebenswert? Ist das überhaupt noch denkbar städtebaulich, dass der Stephansdom plötzlich so stabil dasteht und das Haushaus gleich wegschiebt, schier? Ist es die Hochkultur? Das war unser beginnender Punkt, muss ich sagen. Das war im Februar, März 2015. Wir haben gesagt, eigentlich wäre doch das Ziel, dass ein hochkultureller Aspekt ist, dass ein Haus der Religionen stehen könnte, im Herzen, im religiösen, gesellschaftlichen von Österreich. Das war uns eben dann zu wenig, dann haben wir diese anderen Bilder geschaffen, um das breiter zu denken. Was ist eigentlich Ökonomie? Wie gehen wir mit unseren Innenstädten um? Wie müssen wir mit Innenstädten umgehen oder mit den Rändern, damit eben eine Stadt nach wie vor eine gelebte Stadt ist und nicht nur ein Potemkinsches Dorf für Touristen? Wie gehen wir mit dem Verkehr um? Wollen wir es schichten? Wir haben da uns an Fritz Langs Metropolis ein bisschen angelehnt und versucht, es nach oben zu schlichten. Aber es gibt ja auch Filme, Science Fiction, Blade Runner, Fifth Element, die tatsächlich das ja schon vorgelebt haben, natürlich ein bisschen geschmeidiger, ohne Rohre. Oder sollen wir alles konservieren und einfach alles so lassen, wie es ist und rundum vergeht? Klima, Apokalypse, muss alles weg, damit es neu entstehen kann? Oder kann man aus der Erinnerung schöpfen und aus einem romantischen Moment sozusagen solche Momente einbauen in seine neue Architektur? Wie strahlt ein Gebäude aus? Wir erleben es gerade zur Zeit. Das ist der Kulturpalast, glaube ich, aus Krakau oder Moskau. Dinge besetzen und dominieren. Für wen baut man eigentlich? Und dann schlussendlich, was ist Zeitgeist? Wie gehe ich mit einer Struktur um, dass daraus innovativ ein Ort geschätzt wird, aber er sich auch weiterentwickeln kann? Das wäre so ein Ziel. Und dann kommen wir eigentlich zu den kommunikativen oder methodischen Prozessen. Wir haben das so kapitelweise jetzt gemacht. Bist du dran? Das mache ich noch, gell? Ja, genau. Also, was wir auf jeden Fall auch erkannt haben, wir haben das heute gesagt, und das wird bei euch allen auch eine Erkenntnis sein, das ist ja das Lustige an dem Abend, dass man über was spricht, wo man eigentlich schon fühlt, dass es eh so ist, wahrscheinlich. Aber wie tut man jetzt? Also, wir versuchen tatsächlich viel zu kommunizieren, wir versuchen viel zu zeichnen, wir versuchen die Dinge aufzuhängen, dass man sie sieht, und zwar jeder im Büro, auch wenn er nicht mit der Arbeit beschäftigt ist. Und wir versuchen auch immer wieder über die Diskussion dann in quasi einen Überarbeitungsprozess hineinzufinden. Wir haben es gesehen, wir drei waren mal diese drei Punkte, oder vielleicht, die spannen eine gewisse Fläche auf. Das könnten die Namen sein, vielleicht kennt ihr unser CI, unsere Homepage, die ist so aufgebaut, dass diese drei Menschen ein Feld schaffen und darin entspielt sich was ab. Das war so die Grundidee. Aber mittlerweile stand es damals auch für Stabilität. Ein Dreieck steht immer stabil. Das ist einfach so. Wir wollen partnerschaftlich agieren mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, generell, selbstverständlich auch im Büro. Und wir müssen, damit wir überhaupt an Aufträge herankommen, out of the box denken. Wir müssen irgendwie eine konzeptionelle Idee entwickeln, die so stark ist, dass jemand in einer anonymen Situation des Wettbewerbs
erkennt, dass das die beste Idee ist unter Umständen. Dann sind wir wieder bei den drei Punkten. Aus den drei Punkten kann aber auch ein Geflecht entstehen. In diesem Geflecht bewegen sich Menschen, das sind unsere MitarbeiterInnen, das sind aber auch Leute, die rund um diese Projekte herum andocken, Kooperationspartner. Und wenn wir in so eine Masche reinschauen, gibt es dann Protagonisten. In dem Fall für ein spezifisches Projekt, das ist das Salzburg-Museum, war es so, dass bei uns immer ein Partner mehr oder weniger einen Wettbewerb betreut. Das haben wir so uns aufgeteilt. Mittlerweile ist die Monika da als Teamleaderin, die sehr stark bei uns im Entwurf selbstverständlich mitprägt, was ein großes Glück ist. Dann haben wir immer einen Praktikant oder eine Praktikantin, die in so einem Team drin ist. Das war die Flonja. Die Flonja war bei mir bei Hochbau 1 im Grundkurs und hat auch ein Projekt als Ikone gehabt. Das werden wir heute noch sehen. Sie war dann bei uns im Praktikum. Und der Falk war da. Der Falk ist heute Abend auch da. Mittlerweile Diplomant. Hat bei Palfi auch vieles gemacht, Tutor, und ich persönlich habe ja auch einige Jahre bei Palfi oder Jabonek Palfi als Projektleiter gearbeitet. So schließt sich irgendwie ein Kreis, aber das muss auch gar nicht sein. Weiter. Dann nehme ich jetzt das Wort, so der Einblick in unseren Entwurfsprozess. So, ich werde jetzt so erklären, wie sind unsere Schritte zu der Idee. So we define the task first of all. So wir schauen, was ist die Auslobung, so was ist die Aufgabe. Wir we do analysis of the of what the information that we have got. We look at the program of needs. We look at the building. We look at the plot. We look at the surroundings, so we study the orientation, so we look very closely, we dissect kind of all the information that we get from the brief, we dissect it and we looked carefully into it. Then once we have analyzed all the information that we got, so we identify what are the challenges. So what are the areas where we can see that they might be difficult to resolve? And then we have got an understanding of the problem. So these there is a very known sentence that it is the description of the problem is fundamental to the solution. So even if you can describe half of the problem, you are already there. Then we are looking as well, so observations and ideas with references. So we use diagrams and sketches to explore different opportunities and also to identify our concerns. And we use the references as a support, but also they help us as to find a common ground, so for our different options that we developed. And then we develop a robust concept as a basis for the design process, so for the next stages of the design. So the our design process is not very linear. So we start with a brainstorming. This brainstorming is mainly through ideas, references. So we do skizzes, we sit together, we look at the various options. So we study them as well a little bit in depth, so to see if they can go forward or not. So we select a couple of them. We work together a little bit farther. Then we sit down, we reflect, and so we make as well our thoughts. So are these really worth pursuing or not? So we look at the Vorteile und Nachteile, and then, so if the result is not very positive, we give a few steps back, which is really important to know. So in the design process, it's really important to go back and to be critic with what you have proposed, and to be able to just go a few steps back, vereinfachen,
now I'm mixing everything, vereinfachen, the option, and then keep going forward. I don't know if you want to add something. Yeah, so these sentences, so the design process is a process that is to find ideas with a very deep understanding of the place and the purpose. So that's why it's very important this phase of analysis, or sitting down with time and understanding really what you are going to deal with. Then once you have got the project, also is key to work with the institution or with the organization that you are going to develop the project. And then dig a little bit deeper into them and to understand how they work, and also to bring them into the process so that they understand the next steps. Jetzt kommen wir zu einem Begriff, den ich eigentlich auch hier an der Uni gelernt habe, aber als Erwachsener sozusagen bei Astrid Stauffer und Thomas Hasler bei Hochbau 1, das ist das synchrone Entwerfen. Wir haben dann gemerkt, dass wir das eigentlich eh schon machen, die ganze Zeit. Aber ich habe nochmal reingeschaut und fand das eigentlich eine schöne Beschreibung und eine gute Beschreibung. Warum? Gehen wir auf die nächste Seite. Im Grunde genommen versuchen wir immer die Zeichnung, das Modell und den Text, also eine Konzepttextsituation oder was zu lesen, kann das auch sein, parallel zu schalten. Und dass wir sehr stark in unterschiedlichen Maßstäben gemeinsam oder parallel, vice versa, unsere Projekte entwickeln. Das geht ja dann weiter, idealerweise, dass man ein Projekt bis zur Ausführung bringt. Und das ist einfach eine Arbeitsweise, die uns interessiert und Spaß macht. Wir haben hier ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist gewesen für Vöslauer Mineralwasser. Die haben dort in Bad Vöslau quasi die Therme. Da gibt es das Thermalbad-Restaurant. Das sollte im Inneren umgebaut werden. Das ist die letzte Kuppel, die es gibt, à la Palladio in Österreich, und wir haben dort die Aufgabe gehabt, wie kommen wir vom Untergeschoss oder Erdgeschoss in dieses erste OG hinein in diese Kuppel, und man sieht hier das Suchen nach den Möglichkeiten, die unterschiedlichen atmosphärischen Ideen oder Begriffe auch, die dann wieder eine spezielle Erschließung generieren oder die interpretieren, der Tropfen und so weiter. Dann die Gleichzeitigkeit des Denkens, also dass man die Modelle bei uns machen wir so, dass immer die im Raum stehen und dass auch jeder Zugriff hat. Also das Modell soll eigentlich, ist immer latent vorhanden. Ja. Also der Computer ist immer sehr strikt, da sehe ich nur der rein, der dort sitzt. Bei einem Modell hat immer jeder Zugriff sozusagen, und das kann auch einiges auslösen. Das sind auch Beispiele, in dem Fall alles in weiß gebaut, dass man diese Idee aus der Skizze überträgt, eigentlich in ein Studio-Dur-Modell, das wird dann plötzlich zu einem Raum und generiert eine Atmosphäre. Hier der Maßstab 1 zu 500 für das Kinderkunstlabor, ein Projekt, das wir aktuell machen. Im Wettbewerb haben wir diese Erschließung quasi, hat sich entwickelt, auch über den Modellbau. Also wir haben irgendwann vor 3-4 Jahren gesagt, wir waren eigentlich nicht mehr so erfolgreich bei Wettbewerben, und haben gesagt, so, und jetzt machen wir es volle Kraft voraus. Sehr früh im Prozess versuchen wir, ein Modell zu bauen und die Struktur zu entwickeln. Ja, und das nutzen wir dann auch für die Abgabe quasi. Das ist jetzt ein Beispiel, das fand ich ein schönes Bild. Das sind alle Teile, die bei uns der Max gebaut hat für dieses wunderbare Modell. Im Einzelnen für diesen Wettbewerb, für das Kinderkunstlabor, es war ein offener Wettbewerb in St. Pölten. Und aus dieser abstrakten Situation entsteht dieser Raum, und das macht uns einfach Freude. Also wenn wir das gesehen haben und gesagt, hey, das faltet sich auf, und das ist einfach immer noch studentisch fast. Nein, auf jeden Fall ist das die Arbeitsweise, die wir verfolgen, und wir möchten das gerne auch schon im Wettbewerb tatsächlich pflegen. Natürlich ist das alles sehr aufwendig, aber dieses Modell ist mittlerweile beim Bauherrn und wandert quasi durch ganz St. Pölten mit den Klassen und Schulen. Es ist wie so ein Wandervogel. Gut, jetzt kommen wir zu einem Projekt, an dem wir unseren Entwurfsprozess noch mal ein bisschen deutlicher machen möchten. Das ist die Standorterweiterung im Salzburg-Museum, vom eigentlichen Salzburg-Museum und der neuen Residenz. Das Belvedere-Museum aus Wien wird dort eine Dependance eröffnen, und dazu gab es einen
Wettbewerb, da konnte man sich bewerben mit Referenzen, das haben wir gemacht und wir wurden ausgewählt aus 16 Büros und haben dann tatsächlich dort uns engagiert. Ich muss dazu noch sagen, das haben wir schon gehört, also wir haben das gemacht mit Eidos Architekten, das ist ein Büro aus Salzburg, das spezialisiert ist auf Denkmalpflege, die machen auch Bauarchivierung und die machen sehr viel auch in der Forschung sozusagen und wir haben uns kennengelernt bei einem Projekt für Otto Wagner Areal und daraus ist diese Kooperation entstanden. Wir haben hier ein Team, man sieht es, mit unterschiedlichen Protagonisten, Landschaft, Statik, Tragwerk und so weiter, sind immer wiederkehrende Partner, weil da kennt man sich auch schon recht gut und das mittlerweile ist da eine sehr stabile Situation entstanden, mit dem wir arbeiten. Also wir sind nicht allein sozusagen. Ein großer Tisch, Miroboard, das habe ich an der Uni kennengelernt, während quasi Corona, als ich noch so meinen letzten Kursus gemacht habe. Und ich fand das eigentlich schon faszinierend, dass es eine riesige, unendliche Fläche gibt, wo ich meine Ideen strukturiert ablegen kann, von der Auslobung bis hin zum finalen Resultat. Also der interaktive Austausch, das ein gemeinschaftliches Arbeiten ermöglicht. Also der Kollege oder die Kollegen in Salzburg konnten ja genauso ihre Ideen auf den Tisch legen und wir hatten quasi real-time immer Zugriff in eine Diskussion zu finden. Und das ist etwas, was wir mittlerweile etabliert haben im Büro, auch für laufende Projekte und nicht nur für Wettbewerbe. Also es werden auch Projekte dort diskutiert und es ist genau das, was schon gesagt wurde. Es ist eben nicht eine Mappe, die irgendwo liegt und niemand reinsieht, sondern es ist immer eine Möglichkeit, latent zu schauen. Das ist dann eigentlich das gesamte Miroboard hier von diesem Wettbewerb. Das ist, irgendwann war ich persönlich Corona-positiv und dann konnte ich am Handy nicht mehr alles anschauen. Dann haben freundlicherweise die größeren Bilder reingelegt, deswegen konnten wir jetzt kaum runterscrollen. Dort genau war ich. Ja, und du hast Exzerpte oder kleine Momente aus diesem riesigen Feld, werden wir euch jetzt ein bisschen näher bringen. Okay. Die Analyse der Aufgabenstellung, wir haben das schon gehört, also das ist natürlich das Wesentliche, dass man am Anfang die Aufgabe versteht. Die Aspekte der Aufgabenstellung, was ist eigentlich die Problemstellung allgemein sozusagen, dann war es so, dass wir natürlich einen Besuch vor Ort gemacht haben, das machen wir generell immer, wenn es geht, um einfach nochmal zu sehen, wie stellt sich das alles dar. Dann arbeiten wir sehr stark mit Analogien und Referenzen, dass man zu dem Ort einen Bezug findet, sozusagen, wenn man mit dem Ort arbeiten möchte. Man kann ja auch gegen den Ort bewusst arbeiten. Dann gibt es eine starke Recherchearbeit und schlussendlich das entwerferische Suchen mit der Skizze, mit dem Modell und das Zeichnen natürlich auch im CAD, 3D. Yeah, and what was the task here in the Salzburg Museum? So the object is a Neue Residenz Salzburg. Das ist eine Denkmalschutzgebäude, UNESCO. So es liegt in der historisches Zentrum, so genau zwischen der Residenzplatz und dem Mozartplatz, so gegenüber die alte Residenz und den Dom. Dann, wir hatten auch so ein Raumprogramm, so Museum und Veranstaltungsbereich. So, das war die Aufgabenstellung, so mit den Flächen, so Anforderungen für den Flächen. Und wo sollen wir das so erstellen oder umsetzen? So, die Lage, es ist in den zweiten Hof von der Neuen Residenz. Und der Ausstellungsbereich ist unterirdisch. Genau, und jetzt vielleicht noch kurz zum Lageplan, oder? Ja. Das ist der Salzburger Google-Lageplan. Man sieht die Neue Residenz, ich weiß nicht, wer es kennt. Pointer hat, ja. Ich kann schnell. Also man sieht es ja eh, da sind wir, erster Hof, zweiter Hof. Im zweiten Hof ist jetzt ein Parkplatz. Der Parkplatz ist nicht viel mehr als eben ein Parkplatz und da soll jetzt ein Museum entstehen. Wir haben hier den Dom, Residenzplatz und hier die alte Residenz. Hier nochmal rausgestellt das Projekt, nördlich davon ist die Salzach. Und das sind ein paar Impressionen hier, wie sieht es dort aus? Blick vom Residenzplatz, man sieht es, die Dächenlandschaft, die sehr
spezifisch war ursprünglich mit vielen Grabendächern, weil man die Dachgesimse freistellen wollte in der Renaissance. Ich komme gleich darauf, das Ganze, die Residenz, die neue ist entstanden, 1604, glaube ich. Von Reitenau, Dietrich von Reitenau war der Erzbischof, der kommt rund in der Zeit ausgebildet in Rom nach Salzburg und baut Salzburg binnen 40 Jahren eigentlich einmal komplett um. Und zwar in einem quasi römischen städtebaulichen Typus. Das sind die beiden Höfe, der Hof links, da gibt es schon ein Museum im Untergeschoss, das ist das Salzburg-Museum, auf den ersten zwei Geschossen ebenso. Und da im rechten Hof, man sieht es relativ trist, ist eigentlich von dem ganzen Beamtenland Salzburg dann ein Parkplatz. Bei dem Wettbewerb, was sehr interessant war, gab es die ganzen Baualterspläne. Man sieht hier einen Plan rechts, wo eigentlich jede einzelne Epoche erforscht wurde und entsprechend dargestellt, dass man weiß, genau wann ist eigentlich was gebaut worden. Man sieht sehr stark in Grün einen Bestand. Das war eben die eigentliche ursprüngliche Hof 1 Residenz. Dann hat man eine Gartenmauer gebaut hier hinten. Das war ein sogenannter Giardino Segreto. Da gab es hinten so einen Lustbrunnen und da hat man sich kontemplativ amüsiert, sage ich mal, zu der Zeit. Und dann wurde das immer weiter in Schichten verdichtet und gebaut und ist mittlerweile streng denkmalgeschützt im Weltkulturerbe. Linker Hand sehen wir den sogenannten Hagenauer Plan. Da weiß ich nicht genau, aus welcher Zeit er ist, aber er wird ungefähr 150, 200 Jahre alt sein. Nein, noch älter, 1784. Dieser Hagenauer Plan beschreibt einiges, wie zum Beispiel Gewölbe, die für unseren Entwurfsprozess dann plötzlich wieder sehr relevant wurden, die man eigentlich aus dem eigentlichen Baualtersplan so gar nicht rauslesen konnte. Also hier eine spezielle Aufgabenstellung, wo man sehr tief eingeht in einen Bestand. Ja, der Perimeter in der Erdgeschoss, es ist in der Bestandsgebäude und ihr Untergeschoss ist die Baugrube. So wir könnten so den ganzen Hof, unter den ganzen Hof und auch ein bisschen greifen. Einen Moment. Hier. So, und das war ein zusätzlicher Bereich, wo wir könnten auch angreifen. So, wir gehen zurück zu dieser Frage, dass ich habe gesagt bevor, so, what are the challenges? Was sind die Herausforderungen, dass wir haben hier so getroffen? So, die Anbindung an die Stadt, so, es ist eine geschlossene Hof, so, es hat kaum Durchgang und es hat keine Präsenz in der öffentlichen Bereich Umgebung. Dann, es gibt eine Unklarheit mit der Eingänge und so diese Ausstellungsfläche, es war vorstellt unterirdische, so ohne Blick nach draußen. So, diese waren so unsere drei Hauptpunkte. So, die Landschaft, die Erschließung, die Ausstellungsfläche und diese ein bisschen Challenges, die wir haben getroffen. Und dann als, so what is the potential, so what are the opportunities here? So, wir haben so gesehen, dass eigentlich in diesem Hof wir könnten uns so vorstellen, einen neuen Garten oder einen Kulturraum zu schaffen, auch einen offenen Weg durch so in die Altstadt, so durch diesen Hof, so auch einen Verbindungsraum als ein Außenraum als Verbindungsraum. Die Erschließung auch sollte wir von Anfang, wir haben gedacht, dass diese Erschließung sollte für beide Museums dienen, so beide Museums sollten profitieren von dieser Intervention und der Ausstellungsfläche auch so eine vertikale Ansicht, Verbindung zu bringen und einen kontemplativen Raum zu schaffen.
Genau, also die ortsbauliche Idee ist dann relativ schnell entstanden, in Anführungszeichen. Das ist ein Plan, den wir dann erstellt haben, mehr oder weniger als Salzburg-Nolli-Plan. Vielleicht kennt man das. Es gibt den römischen Nolli-Plan, der stellt eigentlich alle öffentlichen Plätze dar, aber auch die öffentlichen Innenräume sozusagen. Also den Kirchenraum stellt er genauso als Teil der Öffentlichkeit dar. Und was natürlich auffällt, das war für mich auch als Nicht-Salzburger dann offensichtlich, es hat geregnet bei der Begehung vor Ort. Ich bin immer durch diese Passagen durch, vor dem Regen geschützt. Und das hat dann einen Einfluss gemacht, eigentlich auch auf unser Projekt, dass wir versucht haben, hier die beiden Höfe als sogenannte Sala Terrena zu verbinden. Das ist nun das schematische Moment von diesem Hof. Also wir haben einmal von der Kaigasse einen Eingang, vom Mozartplatz einen Eingang und vom Residenzplatz. Wir schaffen hier einen gemeinsamen neuen Raum und wir wollen den eigentlich stark miteinander in Bezug setzen. Auch etwas zu sagen, so wir arbeiten hier schon mit einer sehr starken Masse. So, das hat eine große Präsenz in Salzburg. Und unser Vorschlag auch ist, wie können wir so stärken diese Masse und nicht schwächen. Genau. In Summe, also das ist ein verborgener Raum, den es noch nicht gibt. Und das, was ja wir machen mussten, ist eigentlich hier anknüpfen, einen kontemplativen Ort schaffen als Foyer zum Museum sozusagen und dann geht es weiter. Es geht dann quasi durch die ganze Salzburger Altstadt, wer das kennt, gibt es ja viele museale Einrichtungen und das ist jetzt quasi der letzte Teil dessen. Dann haben wir hier ganz pragmatisch die Eingänge studiert und sind natürlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hier, wo wir eigentlich öffnen, da haben wir dann eben irgendwo einen Impuls für einen gemeinsamen Eingang und da entsteht irgendwo eine grobe Idee, wie man dann auch das Gebäude nach unten erschließen könnte. Weiter gehe ich jetzt nicht drauf ein, im Sinne der Zeit. Und dann mache ich noch, okay? Ja, Entwurf der landschaftlichen Idee. Wir haben mit Rajek Baros zusammengearbeitet. Man sieht jetzt hier den Lageplan aus dem Wettbewerb. Wir versuchen hier mit hochastigen Bäumen zu arbeiten. Das ist der Grundriss aus dem Wettbewerb. Wo wir unterschiedliche Aspekte eingearbeitet haben im Erdgeschoss. Also wir haben quasi versucht, dieses Foyer auszubilden. Ich komme gleich darauf. Also man sieht hier so Grünelemente und da auch irgendwie so ein rundes Ding. Und das ist eigentlich quasi die Verbindung zwischen den Ebenen. Also wir haben eine riesigen dynamischen geometrische Figur eingebaut im Sinne eines Brunnens. Man muss wissen, in Salzburg gibt es eine große Brunnenkultur generell. Es gibt auch eine Kultur mit Felsen und Konglomerat zu arbeiten. Und das haben wir hier versucht. Und man sieht auch das Modell mit den hochastigen Bäumen und wiederum auch ein 50er-Modell, was wir hier gebaut haben, weil wir gewusst haben, das werden wir nutzen. Ich wollte nur auch sagen, dass wir haben es genommen als unsere fünfte Fassade, also diese fünfte Fassade für dieses Projekt. Genau, also das Gebäude spielt sich eigentlich komplett im Unterirdischen ab, aber das ist das Einzige, was eigentlich auftritt nach außen hin. Dann sieht man hier jetzt Bilder aus dem Entwurfsprozess, auch gemeinsam mit dem ganzen Team. Es war uns wichtig, so romantische Motive zu finden, hochaufastende Bäume, die eine Krone haben, die ein Schattendach entstehen lassen. Den Typus des Baums, den findet man auch in der Maria-Hilfe-Straße, wo ich finde, dass das eigentlich gut gelungen ist. Man sieht unten oder in der Mitte, dass wir mit dem Bodenbelegen arbeiten. Wenn es regnet, soll sich eine andere taktile Oberfläche entwickeln, als wenn die Sonne scheint. Und Salzburg ist eine Stadt, wo sehr stark das Wetter auch wechseln kann, habe ich gemerkt. Und rechts gibt es zum Beispiel so ein Motiv, diese Pflanzschalen, wo wir die Bäume drin reinsetzen werden. Man sieht das nachher noch, die wir organisch entwickelt haben, so als Betonblüten, die das Erdreich aufnehmen könnten. Das ist jetzt so eine Skizze von unserer Landschaftsarchitektin, die das dann mal aufgezeichnet hat und irgendwo hat uns das nicht verlassen. Und wir haben gefunden, dieses Vegetative, auch diese Brunnen nach unten hin, also das war eine gemeinsame Diskussion, aber das hat uns dann sehr motiviert zu sagen, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und das ist das, was wir eigentlich auch zeigen wollen. Also einfache Skizzen können unglaublich viel auslösen.
Das wiederum war ein Referenzbild, Jardin des Tuileries, Paris, die Leute sitzen, extra solche Möblierung, die ist ein bisschen nach hinten, relaxed, du kannst die Füße hochhalten. Das fanden wir eigentlich ein schönes Bild als Motiv. Dann kommen wir zur Erschließung. Ja, mit der Erschließung darf ich. Mhm. Bitte. So, der Entwurf einer kohärenten Erschließung, das war auch eine Herausforderung, weil wir unsere Startpoint war mit zwei Museums, so mit zwei Institutionen. Dann wir haben die vertikale Erschließung in den historischen Bestand integriert, so wie eine Gelenk zwischen die beiden Kunsthalle des Salzburg Museum an der linken Seite, so Bestands, und unsere neue Galerie an der rechten Seite. Eine zentrale Position für beide und dass die beide könnten profitieren von diesem Haupteingang. So, also wir haben mit Eidos gearbeitet, wir haben viel mit, wieder mit Mirrorboard, so mit Referenzen, Skizzen dort geworfen und so kommentiert. Und die Referenzen haben wir mit so Heatherwick, der Silo in Cape Town. Das ist ein sehr interessantes Gebäude von Alte und Neu. Wie könnte man so mit einer alten Struktur so wie eine neue Image schaffen? Und dann die Morin Galeries oder die Escalier de Rue in Paris. Die haben mehr so eine klassische Präsenz. Wir haben entwickelt die Treppe. So, wir haben diese Treppe. Es ist platziert in einem Raum, wo es gibt bestehende Gewölbe. Und wir haben mit diesen Gewölbe gearbeitet und respektiert, so dass die Treppe folgen dieselbe Struktur als die Gewölbe. Und ja, das ist eine closer view. Das ist quasi dann das Resultat wiederum. Also ich hoffe, das versteht man. Wir switchen jetzt zwischen Entwurfsprozess und finalem Abgabedokument, was ja auch nur ein gefrorener Stand ist. Aber hier sieht man die Kuppelgewölbe, man sieht auch den ehemaligen Lichthof, das zweite von links, den wir versuchen wieder zu aktivieren, sozusagen, auch wenn es mit Kunstlicht eventuell ist. Vielleicht schaffen wir es sogar, dann haben wir die Struktur, die sich nach unten entwickelt. Deswegen war auch Heatherwick nicht uninteressant. Vielleicht gibt es einen formalen Aspekt. Und rechts dann schlussendlich diesen Treppenkörper in einem sehr mächtigen Raum von fast 12 Metern, der nach unten führt, der auch eine entsprechende Dimension und einen Auftritt hat. Das sind die Schnitte generell mit dem Salzburg-Museum im ersten, zweiten OG und dann der Spot oder das Zoom-In, wo man sieht, wie quasi das Rote, das Neue sich in das Schwarze, in den Bestand hineinarbeitet. Das, jetzt kommen wir noch zur letzten, zur quasi Krönung, jetzt sind wir dann gleich durch, keine Angst, Ausstellungsfläche. Wie organisiere ich jetzt eine Ausstellungsfläche unterirdisch? Wir haben es schon gehört, da gibt es Herausforderungen, aber auch Potenziale. Ja, so, wir haben angefangen so auf der Suche nach Proportionen. So, natürlich, wir haben Referenzen und was es ist auch ganz interessant, ist, wenn man platziert diese Referenzen, sind ähnliche in Ausstellungsfläche in unserem Hof. Und was ist die so, Beziehung zwischen die beiden? So mit dem Zoom-Tor, so, es könnte dort allein sein und dann jede Fondaco Tedeschi, so die Innenhof von der Fondaco Tedeschi, sodass es sieht ganz klein im Vergleich mit unserem Hof. Auch eine interessante Übung war die Umsetzung des Raumprogramms in den Hof. So, wir wussten, dass wir sollten 1100 Quadratmeter netto als Ausstellungsfläche
Und also wir haben eine Innenhoffläche von 1600. So, was ist die Übrigfläche? So, diese mit Berücksichtigung von der Konstruktion und so weiter, so wir kriegen ungefähr 200 Quadratmeter Fläche. So, diese Fläche, wir sehen es als eine Gelegenheit, als eine Opportunity. So, Absolut, also man sieht auf der Skizze super gut, wo entsteht Räumlichkeit und wo entsteht Rest. Und wir haben uns entschieden, jetzt gehen wir vielleicht weiter eins, oder? Ja. Wir haben uns entschieden zu sagen, okay, gut, diese Masse, mit der wir arbeiten können, mit der wir Architektur betreiben können und nicht nur mit Oberlichten arbeiten, weil das Ziel des Museums war ganz klar, die wollten einen Raum, der kontemplativ ist, auf Ebene des Museums. Nur wo ist der? Das ist dann die Frage. Und wir haben dann unterschiedliche Tests gemacht mit dem 1:250er-Modell, Oberlichtsituation und so weiter. Und irgendwann haben wir uns durchgerungen und gesagt, nein, diese grüne Fläche, die banale in der Mitte, die erlauben wir uns. Also wir besetzen die Mitte nicht mit Funktion, sondern mit nichts. Und das war, glaube ich, dieser Versuch zu schauen, wo steht jetzt das, mit Handskizze über den Plan gelegt. Und irgendwann entsteht dann irgendwie so eine runde Figur vielleicht und dann dreht sie sich noch ein bisschen, dann wird sie wieder rund, dann heißt sie Giardino Segretino, also das heißt dann das kleinste Gärtchen, weil ja die Fläche nach unten wandert und das ist eigentlich im Verständnis ein Teil der Hoffläche. Dann, wie gehe ich um mit einer Struktur, mit diesem Kranz rundum? Hat er eine Figur, ist das zeitgenössisch erkennbar oder ist es einfach für sich eine Struktur? Da stehen auch schon so Schlagworte mit Tragwerk TGA, plastische Raumfigur. Das ist ja dann das, was ich übereinbringen muss in der Architektur. Ich muss ja die Gewerke einherbringen, dass das Ding funktionieren kann. Weiter. Dann nochmal ein letzter Aspekt. Nochmal weiter. Und dann kommt wieder Flonia ins Spiel, sozusagen. Ja. Sie ist heute, glaube ich, nicht hier, aber sie hat die Casa Mantegna damals als Ikone gehabt. Vielleicht manche von euch sogar auch, die hier noch sitzen. Und natürlich nimmt man solche Beispiele dann raus oder Louis Kahn und schaut es nochmal an. Und das einfache Spiel zwischen einem Kreis und einer Quadratur gegeneinander räumlich so stark auszuspielen, dass was entsteht. Das ist eben das, was entsteht dann als Figur um die freie Mitte, vier Raumkammern. Da ist jetzt der Grundriss aus dem Wettbewerb, der ist eigentlich unverändert gleich, also Mitte die Treppe. Das ist, es war auch ganz wichtig hier, es war diese Balance between where do I put this patio and the proportion of the rooms. So how do I make this Raum Cascade to work around the courtyard. Das ist der gesamtzusehende Schnitt, also mit der bestehenden Kunsthalle, das sollte ja angebedient werden und man sieht eigentlich, was für ein Panorama entsteht und auch was für ein Bezug plötzlich entsteht. Das eine ist einfach unter der Erde und das andere versucht, Teil des Ganzen zu werden mit dieser fünften Fassade. Da strukturelle Moment. Okay. Das hat uns auch interessiert, wie trete ich jetzt da unten auf, also dass man vielleicht materialmäßig die Struktur als Betonkörper in eine Wanne hineinstellt sozusagen. Man sieht unten einige interessante Tests im Modell, im 3D. Und man sieht auch so Doppelträgermomente und die kommen wiederum eigentlich aus einem anderen Projekt, das wir gemacht haben für die Firma Umda, Stocker Schalungsplatten. Da sollte man aus einer Schalung heraus ein ganzes Haus bauen, oder wir haben es so interpretiert, haben dann auch tatsächlich gewinnen können. Und wenn wir dann weitergehen, sehen wir, dass wir eigentlich so Doppelträgerpärchen gemacht haben, damit man latent immer erschließen kann mit TGA. Und das Moment haben wir dann gefunden, könnte uns hier eigentlich wieder helfen, dass eigentlich das nicht nur irgendwelche dünnen Träger sind, sondern so richtige gedoppelte Träger, die Medien mitnehmen und dann zu so einem Raum führen. Das ist jetzt eigentlich das nach wie vor gültige Bild. Man sieht linker Hand diese sehr breiten Situationen und auch dieses enorme nach unten drücken bewusst, dass man so gepresst wird und dann tut der Raum wieder auf. Und in diese Situation der Struktur hinein haben wir dann auch wieder gesagt, wir höhlen das aus,
weil das ist für uns eine Referenz gewesen, dass man wie mit dem Stein arbeitet, dem in den Stein hineingraben, den Stein aushöhlen sozusagen. And something also that it was important for us, it was to design these spaces for the users. The users here are actually the art, the paintings, and try not to compete with them. So placing a space that it is appropriate for the art and is not competing with it. Genau. Und das. Yeah. So how we organized the space. It was trying to create a way through that it is continuous, that doesn't have any circulation, and that it has got well-proportioned rooms. And we did some studies on how we could divide these rooms into temporary exhibitions, or more digital, or more fixed exhibitions. With a central kind of topic. This was more based as well on the brief from the client. Das vielleicht noch kurz zurück, yeah. Weil das haben wir ja deswegen gemacht, weil wir ja nicht sicher waren. Wir haben die Mitte entnommen und haben gedacht, boah, das muss ja funktionieren. Und wir mussten quasi legitimieren, dass das absolut gängige, gute Räume sind, in einem guten Raster für viele Möglichkeiten. Da muss man dann überzeugen. Ja, yeah, so ein bisschen von einem kuratorisches Konzept. So, wir sind ein bisschen weiter gegangen, weil es war nicht so eine große White Box. Es war ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir quasi zum letzten Momentum, zu Außenrahmenqualität, Patiobrunnen und der Lichtbrunnen. Das ist dann die Politik. Irgendwann hat jemand gesagt, das ist doch der Lichtbrunnen und jetzt reden alle vom Lichtbrunnen. Sei es drum, ich finde, die haben eigentlich eh recht, das ist ein Lichtbrunnen. Warum? Also einerseits, was schön ist eigentlich, zwischen den Museen entstehen plötzlich eine neue Sichtachse. Der Bestand, der profitiert auch von dieser Intervention und dieser quasi einfache Windmühlentypus, der generiert eigentlich eine schöne räumliche Verknüpfung. Dann haben wir wieder den Grundriss, den kennen wir schon, gehen wir eins weiter rein. Und jetzt kümmern wir uns mal nur um diesen Raum. Der Raum wird geklammert von diesen vier Wandscheiben, die eher räumlich sind. An einem Punkt oben links kommt man über eine Schleuse rein, ist ja auch klimatisch nicht ganz einfach. Und dann kommt man eigentlich in eine Welt, das haben wir so dargestellt, ein bisschen wie eine Grotte. Also das ist auch ein Motiv, das es gibt in der Kunstgeschichte in Salzburg sehr stark, dass man einen sehr eigenen Raum schafft, einen Raum, der nach unten gepresst wird und der sich nach oben hin öffnet, wo das Wasser des Brunnens auch seitlich nach unten laufen soll, an einer Position wahrscheinlich. Und auch so wie diese Brünne verknüpft diese Horizontal- und Vertikal-Ebenen. So, es kommt von der Horizontal-Ege in den Uge, so es verknüpft, so it connects both levels. Genau, es ist wie eine Multiplikation der Fläche, quasi eine endlose, die dann wieder hochmarschiert und nicht ein Oben und Unten. Das war wiederum finaler 1:50 Schnitt, links und rechts aber ein sehr frühes Bild aus der Wettbewerbsphase, wo wir gesagt haben, es gibt ein wunderbares Haus, über ein Buch über von Werner Blaser über Teehäuser in Japan. Und was die machen, wenn wir kurz zurückgehen, sie pressen immer den Raum nach unten, blenden den Himmel aus und geben einen Fokus auf diese romantische, sehr klare, dargestellte, grafische Hoflandschaft. Und das ist etwas, was wir uns auch vorstellen. Du bist unten in der Ausstellung im Winter, es schneit vielleicht in den Hof hinein, da ist eine Skulptur, da sammelt sich der Schnee auf dem Arm. Also solche Momente hat man sich dann schnell vorstellen können. Und das ist eigentlich dann dieser Raum, den man betreten kann. Der hat durchaus was Sakrales auch. Und der hat aber auch Witterungsschutz. Man kann sich was anschauen, man kann einfach mal hinsitzen. Das Wasser plätschert auf einer präzisen Position nach unten und verzickert quasi wieder. Man kann Skulpturen aufstellen. Und dann wiederum zu unseren Referenzen. Also das war in Chicago dieses quasi, wie heißt das nochmal, Sunken Gardens, Jazz Manhattan Bank, da haben wir versucht, wie groß ist jetzt eigentlich dieses
etwas da hier weiter. Und dann eben, wie ist es materialisiert? Es gibt viele Beispiele, wo ich aufgewachsen bin. Gibt es den Meret-Oppenheim-Brunnen oben links, ein wunderschönes Objekt, ein Schandfleck aus den 80er Jahren, Wahl, jetzt denkmalgeschützt, wo quasi kaskadenartig Wasser runterfließt und dann so Tuffsteine wachsen können und dann sich ein Eigenleben entwickelt sozusagen. Das haben wir uns vorgestellt. Unten rechts Gino Valle. Diese quasi Kreisverkehrssituation, wo er einen Brunnen in die Mitte setzt, der völlig alles übertüncht mit Akustik. Dann die Casa Mantegna unten links, Herzog d'Oimeron Serpentine Gallery, Herzog d'Oimeron Remy Zaug Atelier, wo das Wasser spontan überfließt, eine Farbspur hinterlässt, die Felsenrheinschule mit der Erde sich auseinandersetzen oder hier so ein Wasserspeier von einem Trull in der Mitte. Also viele bunte eigentlich Einflüsse, die irgendwo hier rein gewandert sind. Das wiederum aus dem Entwurfsprozess, 3D kombiniert mit Modellbau, das was ich meine, diese Gleichzeitigkeit der Techniken auch, die wir versuchen anzuwenden. Und hier jetzt nochmal ein Bild, am Anfang war das ganz schroff, einfach eine Kante und dann hat man angefangen, diese Kante dieses Brunnens, weil es ja doch 7-8 Meter tief ist, zu moderieren im Modell. Eine frühe Zeichnung, noch mit der Idee, dass man ein Rundbild aufmalt, was es dort eigentlich gibt oder pointiert und dann fängt man an, das zu staffeln. Und dann kamen wir zu der Idee, dass wir es wirklich wie eine Schale machen, aber dann wiederum asymmetrisch auf die Seite schieben, so dass es sich eigentlich nach Süden wie das Licht abholt, Lichtbrunnen. Das ist dann quasi die Prägnanz der Architektur, das haben wir so genannt, weil wir das entsprechend fanden. Modellbautechnik, wir überlegen immer zuerst, wie bauen wir das Modell, bevor wir dann wirklich in die Vollen gehen. Durchmesserdiskussionen und heute, mehr oder weniger gestern. Gestern, ja. Das ist jetzt quasi das letzte Bild im Prozess. Wir sind jetzt dran an dem Projekt, bearbeiten das und bauen wieder ein Modell, weil dieses steht jetzt auch schon wieder beim Kunden sozusagen. Und das ist unser Arbeitsmodell, wo wir versuchen, die Dinge nochmal zu prüfen, dass wir es mit großer Gewissheit auch der Stadtbildkommission zeigen können, dem BDA. Da sind ja noch ganz viele Hürden vor uns, aber wir haben das Gefühl, mit dieser Arbeitsweise werden wir konstruktiv die Ziele von uns und von allen irgendwo erreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank auch für diesen sehr spannenden Vortrag, sehr intensiven. Ich würde jetzt nochmal alle Vortragenden auf die Bühne oder nach vorne holen. Wir haben noch eine gute Viertelstunde, die wir für Fragen verwenden können für ein gemeinsames Gespräch. Ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz versuchen, eine Zusammenfassung zu bieten, weil es doch sehr viel eigentlich zu sehen und zu hören war. Wir haben spannende Selbstdarstellungen zum einen gesehen, also vielleicht auch unterschiedliche Selbstdarstellungen, die aber auch irgendwo korrelieren. Zum einen die Schwarmintelligenz sozusagen nutzbar zu machen, zum anderen ein Geflecht zwischen unterschiedlichen Polen aufzuspannen, die von den Gründungspersönlichkeiten mehr oder weniger abgedeckt werden. Die Frage natürlich, wie organisiert man sich? Das war vor allem interessant, denke ich mal, im Vortrag von Dietrich Untertrifall. Also wie nütze ich die Schwarmintelligenz? Wir haben von diesen Zwischenkritiken gehört. Wir haben gehört, wie man sozusagen Wissen auch generiert innerhalb von Forschungsteams, wie agiles Projektmanagement funktionieren kann, was das sein kann, wie man da arbeiten kann. Die Arbeitsweise war sicherlich besonders spannend bei Schenker Salvi Weber, wo es hier ganz stark um eine typologische Recherche geht, also auch hier ein Forschen am Objekt, an der konkreten Aufgabenstellung, das synchrone Entwerfen, auch eine Methodik, die sehr spannend ist, das Arbeiten mit Referenzen und auch der Ortsbesuch. Und ich denke auch, was interessant war, waren die Tools, die erwähnt wurden, nicht? Also von Mindmaps und Mirrorboards über das Arbeiten im Modell bis zu fiktiven Nutzungspersönlichkeiten, nicht, die eingebracht werden, oder auch das Arbeiten mit der Skizze. Also sehr
dich, denke ich einmal. Ich glaube, es gibt sehr viele Fragen, die ihr an die Vortragenden habt. Wie gesagt, das kann sowohl an ein Team als auch vergleichend gerichtet sein. Wer traut sich, wer möchte da gleich einmal starten? Okay. Ist natürlich eine sehr unpopuläre Frage und die geht jetzt gar nicht zu mir durch den Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass von der Auftraggeberseite in Salzburg die Frage kommt und mich würde es einfach interessieren, wie damit umgegangen wird. Ich traue mich fast nicht auszusprechen, aber was passiert mit den Autos, die in dem Hof geparkt haben? Gute Frage. Ich weiß es nicht. So ungefähr. Nein, die Autos gehören ja eigentlich dem Land Salzburg, MitarbeiterInnen, die dort drin sind, das ist ja viele unterschiedliche Stellen, die ziehen jetzt alle aus, dann wird das komplette Haus generalsaniert, das habe ich nicht gesagt, das ist auch ein Teil der Aufgabe, den muss man aber nicht entwerfen. Und danach gibt es den Parkplatz nicht mehr und ich denke, die Leute müssen sich organisieren, aber wo die parken, das habe ich mir echt noch nicht überlegt. Tut mir leid. Nein, noch nicht Mobilitätskonzept. Einfach mal keine Mobilität, also nur gehen. So you are two offices that have more or less similar but also different design processes. And I'd like to ask, how was the process different than your actual processes when we're working together? That's a good question, yeah. I was not so much involved in this, Marisa. Stimmt, das war ein Projekt, was ich betreut habe mit dem Thomas Weber zusammen. Von daher haben wir eigentlich, nachdem wir beide die Vergangenheit bei Dietrich und der Trefala haben, auch relativ rasch eine Kohärenz finden können. Wir sind heute sehr stark in dem Vortrag auf die allgemeinen Prozesse eingegangen, dass wir intensiv mit Skizze arbeiten, auch am Modell sehr intensiv suchen und über bestimmte Herangehensweise aneinander uns annähern. Das ist selbstverständlich. Also uns ging es jetzt heute eh darum, dieses sehr teambasierte Arbeiten herauszuschälen. Es war tatsächlich auch insofern interessant, weil das mehr oder minder ein moderierter Prozess war. Es war ein Bauträgerwettbewerb. Ja. Das heißt, wir haben uns wöchentlich getroffen mit allen Fachplanungen und dem Bauträger und haben eigentlich Schritt für Schritt mit eigenen Ideen, eigenen Referenzen an einem Tisch Punkte definiert und gemeinsam Lösungen gesucht. Ja. Ja, ich kann vielleicht nur etwas dazu sagen, tatsächlich, weil der Thomas hat das bei uns betreut mit einem Team. Für uns war das ein großer Lernprozess, weil wir haben ja eigentlich noch nie einen Bauträgerwettbewerb gemacht, muss man sagen, in der Größe schon gar nicht. Und insofern war das für uns tatsächlich ein Learning, wie man so schön sagt. Wie sind die Prozesse? Du musst sehr schnell in Flächen denken, in Kosten. Und da, glaube ich, konnten wir einiges mitnehmen am Ende des Tages. Also du hast ja beim Bauträgerwettbewerb permanent Leute mit im Boot, die auf der Bremse stehen und einen zurückhalten. Im normalen Wettbewerb ist man ja viel freier und kann auch viel freier Ideen sich entfalten lassen. Im Bauträgerwettbewerb wird sofort am Kragen gezogen und wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Das Schöne war aber trotzdem in dem Prozess, wir haben 5 Gebäude, die wir uns eigentlich aufgeteilt haben. Manchmal macht es auch Sinn bei den Zusammenarbeiten, gerade wenn es um Quartiere geht, nicht gemeinsam alles zu machen, sondern für Diversität zu sorgen und unterschiedliche Sprachen auch zu zeigen. Und das Schöne war, dass wir dann aber eigentlich stets gemeinsam für die Qualitäten von den Büros gekämpft haben und die Grundprinzipien
Prinzipien gemeinsam aufstellen konnten. Also das war dann schon ein gemeinsamer Fluss, auch wenn mit sehr vielen Zuhörerinnen, die in Flächen und in Einsparungspunkten seit dem ersten seit der ersten Linie angedacht haben. Ich habe eine Frage an alle Vortragenden. Also ihr habt beschrieben, wie der Entwurfsprozess vorangeht, bis das Projekt fertig ist, und ihr versucht, die bestmögliche Lösung zu entwickeln und auch die Zukunft mitzudenken. Und jetzt würde mich interessieren, was in eurer Erfahrungen die Zukunft betreffend. Also ein Projekt ist fertiggestellt, fertig gebaut, und betreut ihr das in irgendeiner Form, oder habt ihr die Erfahrung gemacht, dass ihr im eigenen Bestand neue räumliche Lösungen entwickelt? Das würde mich interessieren. Also, oder kommen die Leute auf euch zu und sagen, oh, das funktioniert doch nicht so, wie ihr euch das gedacht habt? Gibt es da Erfahrungen? Ich glaube, da kommen sehr viele Dinge vor. Also wir besuchen ja zum Beispiel unsere Projekte auch immer wieder über ziemlich lange Zeiträume inzwischen natürlich, und da erlebst du dann Dinge, die du dir selber gar nicht vorstellen hast können, wie die Leute damit umgehen, bis zu den schönen Momenten, dass man sieht, dass das auch nach 20 Jahren immer noch gleich gut funktioniert und offenbar so robust und flexibel gedacht war, dass es auch an geänderte Anforderungen anpassbar ist. Aber das geht von Schock bis helle Freude. Okay, vielleicht ein Beispiel nur, so dass man das illustrieren könnte. Also ich war zum Beispiel letzte Woche in dem Sportzentrum in Zürich bei der ETH. Da war ich jetzt 15 Jahre nicht mehr, und das ist fast wie am ersten Tag. Also funktioniert in allen Aspekten sehr gut, und ich bin aber auch schon in Projekte gekommen, die kaum wieder zu erkennen waren, wo man gemerkt hat, dass man offensichtlich die zukünftigen Nutzer nicht gut genug analysiert hat. Also dass die einfach gar nichts anfangen können damit und völlig hilflos das Gebäude immer weiter transformiert haben, bis nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, oder? Und je individueller man für Nutzerinnen zukünftige baut, umso mehr kann das daneben gehen, und je flexibler und robuster das ist, umso eher ist das eine Garantie, dass das auch lang andauernd gut genutzt werden kann und Freude macht. Vielfach sind es aber einfach die falschen. Also ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass das, was die Leute als ihre Bedürfnisse bezeichnen, oft meilenweit von der Realität entfernt ist, und dass man das eigentlich nicht zu ernst nehmen soll, sondern eher versuchen soll, sich ein eigenes Bild zu verschaffen und den zukünftigen Nutzerinnen und Bauherrinnen eher versucht, ein anderes Konzept bis zum anderen Lebenskonzept zu vermitteln, als tröge das, was die als Bedürfnisse formulieren, dann umzusetzen. Ja, bei uns ist es ein bisschen schwieriger, weil unsere Projekte sind noch gar nicht so lang in Betrieb sozusagen, aber es gibt Rückmeldungen tatsächlich, die für uns auch ganz wichtig sind. Das war auch immer so eine Idee, dass wir, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, die Antwort, aber dass wir versuchen, unsere Projekte nach ein paar Jahren auch nochmal zu besuchen. Vielleicht fotografieren wir sie auch nochmal, weil uns das eigentlich interessiert, was entsteht in der Zeit tatsächlich. Wie altert dieses Gebäude, wie wird es angenommen, was wird nicht angenommen. Und da gibt es jetzt bei uns nur ein Projekt, wo wir das konkret gemacht haben. Das ist im Silblock Innsbruck, so ein geförderter Wohnbau mit so einer sehr klaren Raumfigur, Schale, Balkon, so wie eine geschwungene Arena. Und wir wussten, dass es sehr stabil ist, aber wir wussten auch, das kann auch vieles auslösen, dass die Leute hinter dieser Betonbrüstung sich irgendwo einnisten, fast wie Vögel, sage ich mal. Und das ist geschehen. Also das war schön zu sehen. Da war alles. Da war von Bambusmatte vorne, hinten Hirschgeweih, und der hat wieder was Schöneres gemacht oder wie auch immer das interpretiert wird, aber es war für uns schön zu sehen, dass die tun mit dem Gebäude, was sie denken, und es lässt zu. Das fand ich eigentlich
für uns eine schöne Erfahrung zu sehen. Ja. Und sonst wird das oft moderiert mittlerweile. Also was die Mascha gesagt hat, du hast ja einen Fertigbezug und das Haus wird ja noch über ein Jahr von der sozialen Nachhaltigkeit, wie das heißt, mit betreut, was eigentlich auch Sinn macht, dass eine Siedlung in Schwung kommt, dass es Aktionen gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig eigentlich. Danke. Er hat sich zwar schon mehr oder weniger erübrigt, aber dann halt eine andere Frage. Ich habe bei Syntax auch beim Kikola mitgemacht, beim Kinderkunstlabor. Und damals, als ich dann euer Projekt gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ihr habt es verdient gewonnen. Danke. Aber wie viele Modelle entstehen praktisch in so einem Wettbewerbsprozess? Oder vor allem, wir haben jetzt vorhin gehört, bei Dietrich Untertrifalder sind es ungefähr 5 Wochen, die ihr an einem Projekt arbeitet. Wie lange arbeitet ihr an einem Wettbewerb? Und zwischen 4. Und wann entsteht dann praktisch das Modell? Es hängt von dem Projekt, so wie groß es ist und was ist die Aufgabe. Aber wir rechnen normalerweise zwischen 4 und 6 Wochen. 4 ist eng. Ja. 4 bis 6 Wochen mit 2 bis 5 Leuten, so ungefähr, ja. Oder? Nein, das ist ja, zum Beispiel in das Salzburg Museum, wir haben mehr Zeit investiert, viel mehr. Also ich weiß es mittlerweile, wir haben jetzt mal ein bisschen abgerechnet und wir haben beide Büros gemeinsam, wir hatten glaube ich 1300 Stunden, also mit Praktikantenstunden, das sage ich deswegen, weil natürlich Praktikanten manchmal Dinge ausprobieren, was auch sein soll, ja. Die ist natürlich aber fürs Büro nicht eine riesige Belastung. Hingegen, wenn da ein Projektleiter sitzt und Monika und ich, dann ist das schon sehr wesentliche Zeit, die in diesen Projektwettbewerb reinfließt. Und die Kollegen 500 Stunden, ich glaube, wir sind bei 1800 Stunden, das ist völlig fatal, das sollte man gar nicht sagen, aber es gibt Projekte, wo wir schon auch sagen, jetzt alles oder nichts, das muss jetzt einfach sein. Und in der Mama hat man auch Glück. Das Kinderkunstlabor war ein bisschen ähnlich vom Aufwand, nicht ganz so intensiv. Aber dort haben wir viele, ich wollte es zuerst zeigen, habe gedacht, nein, ich will nicht zu viel Projektarbeit zeigen, aber dort haben wir 40 Modelle gebaut, schätze ich, 1 zu 500. Und wir haben die auch alle fotografiert, das machen wir dann gerne, wenn es schon sonst nichts ist, dass wir es wenigstens für uns verwenden können oder vielleicht auf Instagram zeigen, wie toll wir arbeiten. Alle denken, wow, cool. Nein, schon sehr aufwendig, aber das muss manchmal auch sein. Ja. Also das städtebauliche Modell, wir hatten jetzt gerade heute ein Webpack präsentiert, da hatten wir, glaube ich, 60 Modelle, die teilweise Nuancen nur verändert hatten, aber man hat sie halt auch nochmal gebaut. Ja. Manchmal ist es aber auch gewinnbringend. Aber was vielleicht auch wichtig ist, die Bearbeitungszeit, die kann man sich auch nicht unbedingt so aussuchen, weil die meisten Wettbewerbe, da ist ja nur 8 Wochen Zeit von dem Moment, wo du die Unterlagen bekommst, bis zur Abgabe. Und am ersten Tag startet natürlich kaum jemand. Das heißt, es vergeht schon mal ein bisschen Zeit und dann hast du schon diese Deadline. Also das ist jetzt nicht vergleichbar, zum Beispiel mit einem Jahresentwerfen oder mit der Diplomarbeit, wo man ein ganzes Jahr oder länger damit verbringen kann, sondern man muss tatsächlich auch sehr schnell liefern. Ja, und gegenseitig auch, so wir haben auch eine andere Wettbewerb gewonnen mit Franz Hansu und das hat, diese Wettbewerb war 3-stufig und das war ungefähr ein Jahr oder 11 Monate so im Büro, so. Also das muss man schon wissen, da geht man in Vorleistungen, da reden wir locker von 250.000 theoretischen Lohnkosten, die hat noch niemand bezahlt, dass man nur dran an diesem Auftrag, bis der Vertrag kommt. Also das ist eine Realität, die gibt es. Ja. Und die führt natürlich unweigerlich auch dazu, jetzt in einem Büro Kontingente auch durchaus kalkulieren zu müssen, ja auf das Jahr gesehen.
weil all das, was man in die Wettbewerbe hinein investiert, das muss natürlich über die Projekte auch hineinkommen. Ja? Und die meisten Büros, vor allem ab einer bestimmten Größe, stellen sich auch pro Jahr gewisse Budgets auf, wo man schaut, dass man auch innerhalb von diesem Budget einfach bleibt, um auch weiterhin investieren zu können. Ja. Ich glaube, gerade die beiden Büros, die hier stehen, sind die letzten, die den Stift dann fallen lassen, wenn die Stunden aufgebraucht sind. Ja. Ist der Wille nach der besten Lösung oder nach einem guten Ansatz doch immer viel höher. Nichtsdestotrotz, am Ende des Jahres kann es irgendwann mal einfach die Entscheidung sein, mache ich noch einen Wettbewerb oder nicht, kann ich es mir leisten oder nicht. Also es ist auch ein wesentlicher Punkt in dem Alltag von Architekturbüros. Ja. Was ich vielleicht auch noch trotzdem ergänzen möchte, weil es jetzt ja alle Studenten, die jetzt dann ins Arbeitsleben aufbrechen oder Praktika machen und so weiter, also das behaupte ich aber dann schon, trotz diesen vielen Stunden, dass wir es versuchen, in der normalen Arbeitszeit zu regeln. Was natürlich ist, immer kurz vor Abgabe wird es intensiver, das ist schon so. Aber das haben wir gemerkt, weil wir selber können es auch gar nicht mehr. Also wir zu dritt, wir machen das auch nicht mehr. Es gibt mittlerweile jüngere Mitarbeiter, die treiben so ein Projekt auch vorwärts. Und wir sind vielleicht schon zu Hause, weil wir zu Hause sein müssen, aus familiären Gründen, was weiß ich. Also man muss schon schauen, dass es in einem gewissen Maß geschieht, und das war ja bei euch gut zu sehen, dass ihr das auch beschrieben habt, wie so ein Prozess effizient ablaufen kann. Das versuchen wir schon auch. Es gibt jetzt noch eine Frage aus dem Publikum, die würde ich Ihnen noch zulassen. Ich möchte auch noch eine abschließende Frage stellen dann, aber vielleicht nehmen wir die noch einmal schnell rein. Ja, ich wollte nur fragen, ihr habt viel über die Wettbewerbe gesprochen. Und ob es grundsätzlich ein Unterschied von den Entwurfsprozessen von Auftragsarbeiten und Wettbewerb ist, weil es ist ja doch eine andere Situation, ob es jetzt so intensiv ist, wo ja doch vielleicht auch anders rangegangen wird oder wird anders herangegangen, oder ist es, wenn man mehr Zeit hat, entwickelt sich das unterschiedlich oder? Also du hast bei Direktaufträgen selten mehr Zeit als beim Wettbewerb, eher im Gegenteil. Die Leute gehen zwar jahrelang schwanger, dass sie was geplant haben möchten, aber wenn sie sich dann dafür entschieden haben, dann muss es wieder Blitz gehen. Ja, ich sehe es eigentlich auch so, du musst ja trotzdem deinen Kunden irgendwie mit einer guten Idee überzeugen, also machst du es mit der gleichen Art und Weise, die du kannst auch, vermutlich. Vielleicht profitierst du vom einen oder anderen Referenzprojekt, wo der Kunde schon weiß, das gibt es, das können die. Aber bei uns ist das auch jetzt gerade ein Wechsel. Also ich war beeindruckt über die halbe-halbe Skala. Das können wir nicht behaupten. Wir haben, glaube ich, 10% direkt, wenn überhaupt. Aber es ändert sich tatsächlich. Ist natürlich klar, wenn du eine gewisse Wahrnehmung hast und auch was gebaut hast und das spricht sich rum, wirst du eher eingeladen. Und das ändert sich bei uns jetzt auch gerade, sozusagen. Aber der Einsatz ist vergleichbar und die Arbeitsweise. Ich wollte noch mal kurz zu diesem Thema der Effizienz zurückkommen, oder das rechnet sich das eigentlich? Also was beide Büros, glaube ich, auszeichnen, ist dieser starke Forschungsschwerpunkt, den ihr habt, nicht? Also eben eine starke typologische Auseinandersetzung mit dem Ort und ein starkes Arbeiten mit Referenzen, oder ihr habt überhaupt Forschungsabteilungen gegründet, die frei forschen. Wie rechnet sich sowas, wie kann man sowas auch produktiv nutzbar machen, vor allem wenn man jetzt an Wettbewerbe denkt, wo man auch sehr viel Zeit reinsteckt und dann aber nicht gewinnt, nicht? Jetzt in eurem Fall, wo das stärker im Projekt passiert, bei euch eben losgelöst sogar von Projekten, also wie schafft man das, dass das sich rechnet? Ich frage das auch deswegen, weil das natürlich auch für alle Studierenden hier interessant ist, weil es ist immer die Frage, wie viel Zeit legt man eigentlich rein in die Recherche, in das Forschen, nicht? Und inwieweit ist sozusagen der Stress des Alltags und der Abgabe-Deadlines so groß, dass man sich das gar nicht leisten kann?
Gut, ich glaube, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die sich, die jedes Büro einmal trifft, zu sagen, ich investiere eine bestimmte Zeit an Allgemeinstunden in Weiterbildungen, in Austausch, in Blick in die Zukunft. Ja. Das ist bei uns auch mit einer gewissen Zahl hinterlegt. Und wie wir diese Zahl verteilen, das ist dann jedem Standort quasi selbst überlassen. Was die Forschungslabore angeht, das ist was Neues, was hinzugekommen gekommen ist. Und wir merken einfach, wenn man sich mit gewissen Themen konzentriert auseinandersetzt, neben dem Operativen sind die Ergebnisse auch natürlich viel intensiver, die man dann später in neuen Entwürfen, in Wettbewerben verarbeiten kann. Man hat während einer Wettbewerbsbearbeitung von 6 Wochen einfach auch nette Zeit und teilweise vielleicht auch nicht immer die Köpfe dran sitzen, die ein besonderes Thema so tief erforschen, vorbereiten, wie das, was innerhalb von einem Jahr passieren kann. Denn diese Quartalsgespräche, die wir da haben mit Präsentationen, mit Auseinandersetzungen, wo auch teilweise MUCH mit dabei ist, wir mit dabei sind, die drehen natürlich in den Monaten dazwischen noch sehr viele Schleifen und sehr viele neue Erkenntnisse. Also das Ergebnis, was in einem Forschungslabor rauskommt, ist viel reichhaltiger, fundierter, auch mit einem tiefen Research hinterlegt. Ich meine, das sind auch zum Beispiel Themen wie monolithische Tragwerke, die man sich dann wirklich im Detail durchschaut, damit sie auch eine realistische Alternative zu gewissen Bauweisen sind, die wir nicht mehr verantworten können. Ja. Muss man das auch gerade in Wien so ansprechen. Es gibt sehr viele Wohnbauten, die aus gegossenem Beton mit Plastikfassaden bestehen und es ist so eine der Anregungen gewesen, sich mit Monolithen zu beschäftigen. Das schafft man einfach nicht bis ins Detail innerhalb von einem Wettbewerb und somit rechnet es sich über mehrere Entwürfe, über mehrere Ansätze dann schon ein konzentriertes Ergebnis zu haben. Ja, ja, also ich habe fotografiert, ja. Dass ihr so Labs habt, das habe ich fotografiert. Das werden wir jetzt auch mal diskutieren im Büro. Nein, aber bei uns, das hat mit der Bürogröße zu tun, das haben wir noch nicht so installiert. Was wir machen, ist versuchen, eine Art Wissenstransfer im Büro zu garantieren über erfahrenere Mitarbeiter, die auch den jüngeren Mitarbeitern selbstverständlich dann auch sehr viel helfen können. Und wir versuchen auch, dass es jedem Mitarbeiter quasi so eine Art Ämtchen oder Ressort hat, wo er eine spezielle Interesse hat, Begabung, Leidenschaft, die dann auch wieder ins Büro abfärben soll, dass das auch Veranstaltungen stattfinden, einmal die Woche. Und das andere ist schon so, also der Wettbewerb ist für uns schon tatsächlich das Forschungslabor gewesen, immer. Weil wenn du nicht öfter Typologien zeichnest, wie zum Beispiel eine Schule, bist du irgendwann weg, was ist jetzt eigentlich schulbar heute? Und das haben wir schon erkannt, dass uns natürlich das sehr viel einfacher fällt. Wir haben wahnsinnig viele, irgendwie ein riesen Reservoir an Referenzen, die wir abrufen können. Solange die Leute noch da sind, und das müssen wir jetzt eben in die Breite bringen, die das wissen, wo ich das abrufen kann, sozusagen. Insofern ist es natürlich schon so, wer einmal im Jahr einen Wettbewerb macht, hat einen enormen Aufwand. Wer 5, 6, 7 Wettbewerbe macht, glaube ich, ist ganz anders im Saft. Das ist wie ein Training. Ein aufwendiges, aber es kann schon auch sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Dann danke ich noch einmal für die vielen Inputs, für die vielen Fragen auch. Ich glaube, es gibt noch weitere Fragen, die wir jetzt leider nicht mehr machen können, aber ich habe schon angekündigt, wir gehen jetzt gleich im Anschluss essen. Wer Lust hat, kommt einfach mit. Es gibt ein paar Plätze mehr. Das Institut spendiert ein bisschen was, also nützt die Gelegenheit noch, mitzukommen. Ich möchte, wie gesagt, noch einmal danken an die Vortragenden für diese intensiven Vorträge, euch auch für die Diskussion. Ich möchte auch noch einmal dem Team hinter dem Vortrag danken. Das ist Julia Thaler, die da drüben steht, die maßgeblich mitgeholfen hat, auch Doris Grüssinger in der Organisation. Ich möchte hinweisen darauf, dass ihr, wenn ihr den Vortrag noch mal nachsehen wollt, ihn auch auf YouTube findet in ein paar Tagen
oder wer heute nicht Gelegenheit hatte, dabei zu sein, kann sich den anschauen. Wir gehen jetzt, wie gesagt, ins Gasthaus Wolf in der großen Neugasse 20. Kommt gerne mit. Vielleicht finden auch noch mehr als die 10 Plätze Platz, die wir reserviert haben. Und ich freue mich, wenn wir uns eventuell nächstes Jahr wiedersehen. Diese Reihe soll fortgesetzt werden. Und es ist sicherlich spannend, auch dann im Vergleich unterschiedliche Teams zu sehen und hier quasi in der persönlichen Entwicklung auch voranzukommen. Also stay tuned und Design the Design Process. Vielen Dank noch einmal an euch. Applaus